Ein ganz herzliches Willkommen Ihnen allen, wo auch immer Sie uns heute zusehen und zuschauen, zum Branchendialog Gesundheitsfachberufe. Wir wollen Ihnen heute Beispiele betrieblicher Fachkräftesicherung in der Pflege vorstellen. Und Sie sehen schon, die Agentur Medienlabor und das Ministerium für, Sie können es auch in meinem Hintergrund gleich sehen, das Gesundheitsministerium sind diejenigen, die heute die Veranstalter sind. Und ich bin gespannt, vielleicht mögen Sie gleich was in den Chat schreiben, ob Sie heute ein erstes Mal dabei sind oder schon ein wievieltes Mal auch immer. Wir haben schon viele dieser Online-Veranstaltungen stattfinden lassen im Rahmen der Veranstaltungsreihe Transfer und Vernetzung, Umsetzung der Pflegeberufereform, auch in diesem Jahr. Ja, ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Sandra Wischollek und ich begleite Sie durch ungefähr die nächsten 2 Stunden. Wir versuchen pünktlich zu sein. Zeit ist wertvoll natürlich. Mit einem sehr interessanten Programm. Wir haben 2 hochrangige Grußworte heute für Sie und das sind keine Grußworte, wie man sie so kennt. Hallo und herzlich willkommen und dann steckt nicht viel Inhalt drin. Bitte bleiben Sie von Anfang an dran. Das sind Grußworte mit Inhalt, kann ich Ihnen garantieren. Und dann haben wir 3 wunderbare Beispiele, die wir Ihnen vorstellen wollen, wie es gelingt, gute Arbeit zu leisten. Und mit den 3, die es uns vorstellen, wollen wir anschließend noch im Interview sein. Und dazu gibt es noch einen 4. Interviewpartner. Ein volles Programm. Und deshalb will ich gar nicht lange zögern. Es soll losgehen. Wenn Sie mögen, machen Sie es sich bequem, lehnen Sie sich zurück, aber bitte schenken Sie uns Ihre volle Aufmerksamkeit. Die Grußworte kommen von der Gesundheitsministerin des Landes Brandenburgs, Ursula Nonnemacher, und von Dr. Ramona Schröder. Sie ist die Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Arbeitsagentur. Und jetzt kann ich nur sagen, freuen Sie sich auf die Grußworte. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Referentinnen und Referenten des heutigen Tages. Ich darf Sie zum Branchendialog Gesundheitsfachberufe, zu dem mein Ministerium in Kooperation mit der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit eingeladen hat, ganz herzlich begrüßen. In den nächsten 2 Stunden werden Sie gute Beispiele betrieblicher Fachkräftesicherung aus 3 Einrichtungen kennenlernen. Das jeweilige Leitungspersonal der Einrichtungen wird dazu berichten und seine Erfahrungen weitergeben. Wir haben uns ganz bewusst für dieses Format eines betrieblichen Austausches entschieden, da die inzwischen hinlänglich bekannte Herausforderung der Fachkräftesicherung in der Pflege in erster Linie betriebliches Handeln erfordert. Die Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit zeigt deutlich, dass Personalbedarfe nicht mehr durch das auf dem Arbeitsmarkt verfügbare Potenzial zeitnah gedeckt werden können. Sicherlich haben die meisten von Ihnen diese leidvolle Erfahrung schon selber gemacht. Die Menge an Arbeitssuchenden für einen Pflegeberuf ist schlicht nicht mehr ausreichend, um passfähig die Nachfrage in der Fläche des Landes Brandenburg auch jederzeit bedienen zu können. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass verstärkt auf andere Handlungsoptionen neben der Personalsuche am Arbeitsmarkt zurückgegriffen werden muss. Diese Handlungsmöglichkeiten gibt es glücklicherweise, aber keine davon wird für sich alleine ausreichen, um das Problem zu bewältigen. Als Land sehen wir folgende Handlungsoptionen als besonders maßgeblich an. Das ist einerseits die Berufsausbildung. Die Ausbildung des eigenen Personals ist nach wie vor der Königsweg der Fachkräftesicherung. Im Vergleich zu anderen Berufen in der Industrie und im Handwerk sind die Ausbildungszahlen in den Pflegeberufen noch vergleichsweise gut. Erstaunlich gut, möchte ich fast sagen. Auf der Habenseite können wir hier eine novellierte und generalistisch ausgerichtete Pflegefachausbildung, die in Europa anschlussfähig ist, sowie einen Beruf mit hoher Sinnhaftigkeit und gesicherter Perspektive verbuchen. Wichtig ist aber auch, dass bereits bei den Schülerinnen und Schülerinnen dies genau ankommt. Deshalb ist es notwendig, sich als Unternehmen bereits aktiv bei der Berufsorientierung zu beteiligen. Möglichkeiten gibt es beispielsweise über das Netzwerk Zukunft Schule und Wirtschaft auch für die Gesundheitsfachberufe.
Eine zweite Möglichkeit ist, Karrierewege aufzeigen und ermöglichen. Die Ausbildung in der Pflege ermöglicht vergleichsweise niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeiten bei sehr guter Durchlässigkeit, von der Pflegeassistenz bis zur akademisch ausgebildeten Pflegefachkraft, verbunden mit entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn Personal nicht ausreichend auf dem Arbeitsmarkt verfügbar ist, gilt es vor allem, die innerbetrieblichen Personalentwicklungsmöglichkeiten zu nutzen und verstärkt berufsbegleitend aus- und weiterzubilden. Hierfür stehen unterstützende Programme zur Aus- und Weiterbildung beim Land Brandenburg und bei der BA zur Verfügung. Ein weiteres Konzept, die Arbeit besser organisieren. Eine kompetenzgerechte Arbeitsorganisation kann maßgeblich zur besseren Nutzung des betrieblichen Arbeitskräftepotenzials beitragen. Gleichzeitig kann so eine Entlastung von Pflegefachkräften von nicht qualifikationsgerechten Tätigkeiten erfolgen und damit auch zu mehr Arbeitszufriedenheit führen. Sicherlich ist einigen von Ihnen das sogenannte Rotgang-Gutachten zur Personalbemessung in der stationären Langzeitpflege bekannt. Und dieses hat einen besonderen Bedarf, vor allem im Bereich der qualifizierten Pflegeassistenzkräfte aufgezeigt. Entsprechende Personal- und Organisationsentwicklungsstrategien gilt es in den einzelnen Einrichtungen zu erarbeiten. Dabei kann beispielsweise auch akademisch ausgebildetes Pflegepersonal von großem Nutzen sein. Es kommt wirklich ganz besonders auf den Qualifikationsmix an. Ein weiteres Element, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja, Pflege ist ein Beruf, der zumeist im Schichtdienst und letztlich rund um die Uhr erfolgt. Dennoch haben uns bereits einige Beispiele aus Einrichtungen gezeigt, dass mehr Vereinbarkeit und die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse der Arbeitnehmenden durchaus möglich sind. Zur mitarbeitenden Bindung und auch zur Verhinderung von Abwanderung in die Leiharbeit, ganz besonders wichtig, kann es wesentlich beitragen, wenn ein Arbeitnehmer hier Angebote für seine Mitarbeitenden macht. Und ein weiterer wichtiger Punkt sind ausländische Fachkräfte. Es mangelt nicht an ausländischen Fachkräften, die in Deutschland arbeiten möchten. Wohl aber sind Pflegeeinrichtungen jenseits der großen Krankenhäuser meist zurückhaltend, was diese Option betrifft. Gründe dürften ein zunächst beachtlicher Kostenaufwand sowie die Sorge sein, dass eine nachhaltige Bindung nicht gelingt. Der Anteil ausländischer Pflegekräfte in Brandenburg ist vergleichsweise niedrig. Während in Gesamtdeutschland 2020 ein Anteil von 14,8% ausländischer Pflegekräfte in der Altenpflege und 9,3% in der Gesundheits- und Krankenpflege tätig war, waren es im Land Brandenburg nur 4,3% in der Altenpflege und 3,8 in der Gesundheits- und Krankenpflege. Auch wenn dies unter anderem in der unterschiedlichen Historie des Bundeslandes Brandenburg und des Bundes liegen mag, zeigt dies doch auch, dass hier noch sehr viel Luft nach oben ist. Von Interesse ist daher vor allem die Frage, wie das Potenzial ausländischer Fachkräfte gehoben werden kann und welche landesseitige Unterstützung dafür gegebenenfalls erforderlich ist. Denn man kann auf jeden Fall sagen, ohne ausländische Pflegefachkräfte wird es künftig nicht gehen. Das Land Brandenburg hat bereits vor vielen Jahren eine Fachkräftestrategie unter der Überschrift Fachkräfte bilden, halten und gewinnen erarbeitet. Entlang dieses Dreiklangs haben wir Einrichtungsvertreter eingeladen, um Ihnen ganz unterschiedliche betriebliche Aktivitäten und Strategien zur Fachkräftesicherung vorzustellen. Mein besonderer Dank gilt daher den heutigen Referentinnen. Es gilt wie immer,
Viele Wege führen nach Rom und so muss bei allen Anstrengungen, die Sie hoffentlich heute mitnehmen, bei allen Anregungen, die Sie mitnehmen, am Ende jedes Unternehmen seinen eigenen Weg finden, um auch in Zukunft Pflegedienstleistungen vollumfänglich und in der erforderlichen Qualität anbieten zu können. Mein Ministerium wird dabei, wo es möglich ist, unterstützen und gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern im Land, ganz zentral mit der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, gute Rahmenbedingungen für ihre Aktivitäten bereithalten und weiter optimieren. Gerne möchte ich Sie dazu ermutigen, über den Chat oder im Nachgang zur Veranstaltung auch an uns Ihre Fragen, Ihre Anregungen und Hinweise, möglicherweise auch Beschwerden, zukommen zu lassen. Wir freuen uns über das Feedback und werden uns gerne darauf melden. Vor allem aber wünsche ich Ihnen eine erkenntnisreiche Veranstaltung sowie spannende und informative Beiträge. Vielen Dank. Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Branchendialoges zur Fachkräftesicherung in der Pflege. Ich kann leider persönlich nicht dabei sein, freue mich aber, Sie auf diesem Weg ganz herzlich zu begrüßen. Wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen in den nächsten 10 Jahren in den Ruhestand gehen, würde ich sagen, die Branche der Pflege und der Gesundheitsberufe hat Zukunft. Schon heute haben wir 60.000 Beschäftigte und die Prognose und die Tendenz ist eindeutig nach oben. Sie wissen alle und wir wissen alle, der Mangel an Arbeits- und Fachkräften ist heute schon Realität in Ihrer Branche. Wir haben beispielsweise von insgesamt 80.000 gemeldeten Arbeitslosen im Land Brandenburg nur etwas mehr als 2%, die tatsächlich in diesen Berufen bei uns gemeldet sind. Das Treffen heute kann dazu dienen, den Austausch nochmal zu intensivieren und auch gemeinsam zu überlegen, was können wir tun, um diese Sorgen, die Sie heute schon bewegen, zu mildern. 3 Möglichkeiten, 3 Themen habe ich mal so aus unserer Perspektive mitgebracht, die auffallen und woran wir vielleicht auch in der Zukunft gemeinsam arbeiten können. Der erste Punkt: Es gibt sehr, sehr viele Hilfskräfte in der Branche, in der Pflege, beispielsweise in der Altenpflege, haben wir über 60% der Beschäftigten, die Hilfskräfte sind. Hier bietet sich Weiterbildung und Qualifizierung auch im Unternehmen an. Ein zweites Reservoir bilden die jungen Menschen. Nur circa 1/10 aller heute Beschäftigten sind unter 25 Jahre. Also eine Möglichkeit, hier auch nochmal über die Ausbildung junge Menschen anzusprechen. Und da brauchen wir auch ihre Mithilfe aus den Unternehmen mit ganz vielen Praktikumsplätzen. Wir haben die Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren, berufliche Orientierung theoretisch ist gut, reicht aber meist nicht, um ein gutes Bild zu bekommen, ist dieser Beruf für mich in der Zukunft passend? Und da bieten sich natürlich betriebliche Praktikaplätze wunderbar an. Unterstützen Sie uns dabei, möglichst viele davon ins Angebot zu holen. Und der dritte Punkt, der mir auffällt, ist, insbesondere auch bei Altenpflegerinnen und Altenpfleger, wir haben sehr, sehr viele Teilzeitbeschäftigte. Ungefähr 2/3 der Beschäftigten in der Altenpflege sind Teilzeitbeschäftigt. Und hier kann man natürlich über eine Erhöhung des Arbeitsvolumens auch nochmal dazu beitragen, dass die Beschäftigungsmöglichkeiten größer werden. Wir in den Agenturen unterstützen Sie dabei intensiv. Ich sagte es schon, auch über Weiterbildung. Wir unterstützen dabei, dass Sie die richtigen Auszubildenden finden. Wir haben auch Möglichkeiten bei der Unterstützung zur Qualifizierung.
ganz, ganz häufig sprechen wir auch mit Arbeitslosen, mit Bewerberinnen, aber auch mit Schülern, wenn die sich auf einen Beruf festgelegt haben, ob sie nicht auch eine Alternative sehen in der Gesundheits- und Pflegebranche. Und natürlich werden wir in der nächsten Zeit auch noch mal sehr, sehr intensiv die Fachkräfteeinwanderung aus anderen Ländern versuchen aufzubauen, um hier auch weiter Unterstützung für sie anzubieten. In diesem Sinne, es gibt viele Herausforderungen, es gibt aber auch viele Möglichkeiten. Ich bin immer der Mensch, der die Chancen nach vorn trägt, und ich wünsche diesem Branchendialog, dass die Chancen gesehen werden, gefunden werden und dass wir dann gemeinsam zu guten Lösungen kommen. Ja, gute Lösungen wollen wir heute auf jeden Fall haben und Ihnen vielleicht auch einfach zuhören, wo schon gute Lösungen gefunden worden sind. Sie haben gehört, was Frau Ministerin Nonnemacher gesagt hat. Sie dürfen gerne den Chat nutzen, also nutzen Sie ihn sehr gerne. Wir gucken rein und schauen, was wir alles, während Sie es hineinschreiben, in dieser Veranstaltung schon verarbeiten können. Und wenn nicht, das hat sie auch gesagt, geht dieser Beitrag nicht verloren. Natürlich gibt es ein Protokoll zum Chat, sodass auch nachgearbeitet werden kann. Und wenn Sie jetzt sagen, ach Mensch, schade, dass meine Kollegin heute nicht mitschauen kann, dann haben wir vielleicht ein besonderes Angebot für Sie. Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet, sodass man Sie mit ein bisschen Zeitverzögerung auf der Seite des Gesundheitsministeriums aber auch sehen kann, also wie eine Art YouTube-Beitrag. Ja, und jetzt freue ich mich, wenn wir in die Good Practice-Beispiele hineingehen. Sie kennen das vielleicht als Best Practice, aber ich finde, dass man immer sagen muss, naja, was ist jetzt das Allerbeste? Ein gutes Beispiel ist ganz viel wert und deshalb begrüße ich ganz herzlich Katja Pein. Schön, dass Sie da sind. Sie haben uns schon ein erstes Beispiel mitgebracht und wir machen das genau heute in dem Dreiklang, den Frau Nonnemacher auch angesprochen hat. Und da ist der erste Schritt Fachkräfte bilden. Und der ist bei Ihnen besonders gut aufgehoben, weil deshalb sind Sie prädestiniert, uns ein richtig gutes Beispiel oder Beispiele dafür zu präsentieren. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, darf ich gerne nochmal sagen. Ich habe Ihnen heute mitgebracht das Zukunftszentrum Brandenburg und ich fand schon bei den Grußworten das sehr gelungen. Da ging es nämlich um Fachkräfte bilden und auch innerbetriebliche Aus- und Weiterbildung. Und da darf ich Ihnen heute gerne vorstellen, was das Zukunftszentrum Brandenburg dazu zu bieten hat, als Angebote, den digitalen Wandel zu gestalten. Sie sehen schon, wir sind ein Projekt, was sich aus verschiedenen... Oh, jetzt klicke ich einmal weiter. Dankeschön. Was sich aus verschiedenen Organisationen zusammensetzt. Wir haben den Auftrag, klein- und mittlere Unternehmen im digitalen, demografischen und ökologischen Wandel zu begleiten. Große Themen, die wir da haben für das Land Brandenburg. Und wenn Sie einmal unten rechts schauen, sehen Sie, dass wir besondere Angebote haben für das Handwerk und die Pflege und die künstliche Intelligenz. Und ich darf Ihnen heute ein bisschen davon erzählen, wie wir das versuchen, den digitalen Wandel zu gestalten, besonders im Bereich Pflege. Eine kleine Einführung erstmal in die neue Arbeitswelt, das habe ich Ihnen mitgebracht, um nochmal zu vergegenwärtigen, wie groß eigentlich die Veränderungen sind. Digitalisierung kommt nicht nur, sondern ist da. Sie alle werden das selber kennen aus Ihrem eigenen Arbeitsalltag. Und was man dabei nochmal sagen kann, die Informationsvielfalt nimmt einfach zu. Man hat jederzeit Zugang zu Informationen, kann das über verschiedene Endgeräte, die man nutzen kann, tatsächlich mehr oder weniger immer zugänglich haben. Und das bedeutet, dass sich dort einfach tatsächlich nochmal viel ändert in der allgemeinen Arbeitswelt. Und wir können mal gucken, ich zögere gerade ein bisschen, mein Weiterklicken geht nicht so, vielen Dank. Was heißt das nun also, die Anforderungen für Beschäftigte ändern sich in der neuen Arbeitswelt? Es ist ziemlich komplex geworden. Wenn man viele Informationen hat, muss man auch schauen, wie man durchkommt. Und es gibt aber auch, besonders im Bereich der Pflege, die Auswirkung, dass nicht nur die Arbeitswelt digitaler wird, sondern Senioren und Seniorinnen ja auch. Also die Verbreitung von tatsächlich Smartphones hat ja doch zugenommen
Und da ergeben sich tatsächlich andere Anforderungen. Es ist tatsächlich natürlich auch wichtig zu wissen, wie begegnen wir dem Ganzen. Und das Zukunftszentrum hat hier sich zwei Ansatzpunkte überlegt. Einmal möchten wir gerne über die Möglichkeit, Wissen zu bekommen für die neue Arbeitswelt, dass wir da einsteigen und sagen, was sind denn eure Bedarfe eigentlich? Was können wir für Möglichkeiten für euch aufzeigen, das zu nutzen und vor allen Dingen in Veränderungsprozessen zu begleiten? Und die zweite Komponente, die wir gerne dafür anbieten, ist, dass wir das Machen mehr in den Vordergrund stellen. Hierunter sind also Qualifizierungen zu verstehen. Da geht es darum, Kompetenzen aufzubauen und zu fördern. Aber auch hier wieder orientiert am konkreten Bedarf und vor allen Dingen ausprobieren und erleben. Und dazu werden wir nachher noch einen kleinen Einblick haben. Was ist das nun also bezogen auf die Pflege? Hier geht es darum, tatsächlich nochmal neue Kompetenzen nicht nur sichtbar zu machen, sondern auch aufzubauen, um den digitalen Wandel zu gestalten. Ein kleiner Einblick, den ich Ihnen mitgebracht habe, sind eigentlich nur ein Ausschnitt von so neuen Themen, die auf einen zukommen in der neuen Arbeitswelt. Sie kennen das vielleicht, das Thema Sicherheit und Datenschutz. Es geht aber auch, wenn wir um Digitalisierung reden, eben um die Akzeptanz von digitalen Technologien und alles, was damit zusammenhängt. Wenn Sie auf die Folie einmal schauen, dann sehen Sie drei von diesen Themen etwas dicker umrandet. Und das ist das, was wir im Zukunftszentrum gerne nochmal mit aufgreifen. Es geht einerseits um die Handlungskompetenz, also welche Handlung nehme ich denn vor, wenn ich zum Beispiel mit digitalisierter Arbeitswelt mehr in Kontakt komme? Welche Gestaltungskompetenz habe ich aber auch? Wie nutze ich diese Geräte und was habe ich dafür Möglichkeiten, Situationen zu gestalten? Und ganz wichtig, die Entscheidungskompetenz, wenn es darum geht, immer mehr Informationen zu haben, dann muss ich auch wissen, wie ordne ich die ein und wie gehe ich damit um. Warum ist das überhaupt so wichtig? Den Wandel kann man gestalten. Allerdings ist dafür aus unserer Sicht sehr wichtig, dass wir Medienkompetenz in den Vordergrund rücken. Also, was brauche ich, um das zu gestalten? Das sagte ich eben schon. Es geht tatsächlich darum, dass ich mich darum anpasse an die neuen digitalen Medien. Wie gehe ich damit um, ganz konkret? Ich kann aber auch dadurch gestalten, dass die Nutzung und die Bereitschaft, das zu nutzen, erhöht wird. Das ist vielleicht auch nochmal für Pflege besonders wichtig, dass ja per se eine Arbeit ist, die von Mensch zu Mensch getan wird. Und die Technik ist etwas, was dabei noch reinspielt und möglicherweise unterstützen kann. Dafür brauche ich aber einen sehr guten Umgang damit, um die Situation, die Pflegesituation so zu gestalten, dass ich da handlungsfähig bin. Genau, gerne einmal weiter. Dankeschön. Wenn wir nochmal den Wandel gestalten, geht es um die Medienkompetenz, die gefördert werden sollte. Wie könnte man das machen? Aus unserer Sicht gibt es die Möglichkeit, besonders einen niedrigschwelligen Zugang zu gewährleisten. Vielleicht sagt der eine oder die andere jetzt, ja, niedrigschwellig, was ist schon niedrigschwellig? Das stimmt, da muss man immer sehen, wie man das ausgestaltet. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir möglichst versuchen, ein spielerisches Element auch noch mal reinzubringen. Auch vielleicht etwas, was unabhängig von der eigenen Arbeitsaufgabe ist, dass man sich traut, Sachen auszuprobieren, ohne dass man denkt, oh je, jetzt mache ich vielleicht was kaputt. Insgesamt wird es auch darum gehen, neue Erfahrungen zu sammeln und gemeinsam im Team zu lernen mit und voneinander. Was gibt es für die Pflege also ganz konkret aus unserer Sicht für Möglichkeiten? Wenn Sie noch mal schauen, auf der linken Seite haben wir drei Beispiele aufgelistet, wo Digitalisierung doch schon, naja, vielleicht nicht nur Einzug hält, sondern eigentlich schon da ist. Im Bereich Prävention, wenn es darum geht, Daten zu sammeln, sich anzuschauen, zum Beispiel Vitalwerte, wie kann man das so gestalten, dass die auch transparent und übersichtlich für andere Pflegende zur Verfügung gestellt werden, da bietet sich Digitalisierung an. Genauso vielleicht werden die eine oder der andere von Ihnen schon in der Pflegedokumentation Digitales einsetzen und vielleicht wissen, dass Informationen dann mehr oder weniger für alle zur Verfügung stehen, Transparenz auch herrscht.
Genauso was die Kommunikation angeht, denn dort ist auch die Möglichkeit, Digitalisierung einzusetzen und das Ganze vielleicht auch nochmal zu vereinfachen. Auf der rechten Seite, gerne nochmal einmal weiter. Die Möglichkeiten, die ich Ihnen jetzt aufgezeigt hatte, waren die, die wir digital haben. Was kann man im Digitalen ändern? Aber Sie werden vielleicht sagen, naja, aber Pflege hat ja durchaus etwas mit dem Menschen zu tun und ist tatsächlich analog. Und auch hier gibt es die Möglichkeit, nochmal einen Ansatzpunkt zu finden. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel sogenannte Teamimpulse, wo man sagt, wir beschäftigen uns mal damit, wie arbeiten wir zusammen im Team? Wie ist unsere Kommunikation gestaltet? Und auch hier ging es aus unserer Sicht darum, einen spielerischen Ansatz zu finden, mit den Kollegen oder Kolleginnen etwas zu tun, etwas zu gestalten und neue Arten der Zusammenarbeit auszuprobieren. Vielleicht möchten Sie uns begleiten bei dem, was wir schon ausprobiert haben. Wir haben es ja schon gesagt, Good Practice oder ausgewählte Beispiele aus der Praxis, und ich habe Ihnen mal drei mitgebracht. Das erste Praxisbeispiel, wo wir im Zukunftszentrum ein Pflegeunternehmen begleitet haben, ist ein ambulanter Pflegedienst aus Märkisch-Oderland gewesen. Und ich zeige Ihnen an diesen drei Praxisbeispielen einmal auf, wie wir in Kontakt mit Unternehmen kommen. Hier war es tatsächlich so, dass dieser ambulante Pflegedienst sich schon selber sehr aktiv auf die Suche gemacht hat und gesagt hat, wir möchten gerne ein bisschen digitaler werden. Was gibt es denn da? Und so sind sie auf uns zugekommen, auf das Zukunftszentrum Brandenburg, die Leitung des ambulanten Pflegedienstes, und hat gesagt, wir würden uns gerne mehr mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Wir wissen aber noch nicht ganz genau, wie unsere Mitarbeitenden das finden. Da gibt es ein bisschen Gemischte, weil auch unterschiedliche Generationen in diesem Betrieb zusammenarbeiten. Menschen, die schon sehr lange im Betrieb sind, als auch Menschen, die gerade ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Und da gibt es einfach unterschiedliche Stände und Wissen zu Digitalisierung. Und wir haben das jetzt tatsächlich so gemacht, dass wir mit dem Angebot des Escape Rooms, den erläutere ich Ihnen gleich noch ein bisschen, vor Ort gewesen sind und dort zwei verschiedene Teams mit verschiedenen Teamgrößen durch diesen Escape Room geführt haben. Wir haben das zusammen gemacht und ich kann sagen, es war wirklich ein Spaß und die Mitarbeitenden haben das gerne mitgemacht, trotz anfänglich ein bisschen Zurückhaltung. Auf der nächsten Folie würde ich Ihnen noch mal kurz erläutern, was ist denn dieser Escape Room eigentlich? Es geht darum, dass man tatsächlich zusammen im Team ein Spiel vor Ort macht, wo man Rätsel lösen muss, die nicht nur analog, sondern eben auch digital zu lösen sind. Auf der linken Seite der Folie sehen Sie die Themen, die wir dort mit behandeln. Und das Gute an diesem Escape Room ist, ich sagte es vorhin schon, es geht wirklich darum, spielerisch etwas auszuprobieren, aber losgelöst von den eigentlichen Arbeitsaufgaben, also die vielleicht mögliche Angst, ui, ich mache etwas kaputt, kann man hier gar nicht haben, sondern kann das wirklich mal frei ausprobieren. Im Praxisbeispiel 2, was ich Ihnen mitgebracht habe, geht es um einen ambulanten Pflegedienst, der in der Uckermark ansässig ist. Und dieses Pflegeunternehmen kam tatsächlich über unsere Veranstaltungsreihe des Zukunftsdonnerstages. Die Veranstaltungsreihe Zukunftsdonnerstag ist eine Serie, die alle 2 Wochen stattfindet. Und es ist ein Thema, eine Stunde, es wird digital von uns angeboten. Und man kann sich erstmal Themen des digitalen Wandels nähern, wenn man sagt, ich möchte da erstmal ein bisschen mich informieren. Ich möchte erstmal schauen, ob das überhaupt was für mich ist. Ist das ein idealer Einstieg, um das zu tun? Und so ist dieser ambulante Pflegedienst auch auf uns zugekommen nach der Veranstaltung und hat gesagt, wir würden uns gerne als Arbeitgeber nochmal ein bisschen anders positionieren. Und so ist daraus entstanden, dass sie sich angemeldet haben zur Social Media Lernreise und infolgedessen auch Besuche vor Ort. Das Praxisbeispiel 3, was ich Ihnen mitgebracht habe, da ging es so, dass wir auf einer Fachveranstaltung mit dem Leiter einer stationären Pflegeeinrichtung in Kontakt gekommen sind. Es ging bei dieser Fachveranstaltung um Handwerk und Pflege und auch digitale Möglichkeiten.
Und wir wurden angesprochen vom Leiter der stationären Pflegeeinrichtung, der sich gesagt hat, er würde gerne tatsächlich das Thema Digitalisierung auch noch mal ein bisschen mehr in sein Haus mit hineinnehmen. Und wir haben uns besprochen vor Ort bei dieser Fachveranstaltung und vereinbart, dass wir das Zukunftszentrum einmal vorstellen. In der Folge sind wir dort also hingefahren mit einem kleinen Team. Und weil wir vorher schon gehört hatten, Digitalisierung ist noch nicht so angekommen im Unternehmen, haben wir uns dafür entschieden, einen kleinen Ausschnitt vom vorhin schon angesprochenen Teamimpuls mitzunehmen. Das ist eine ganz analoge Veranstaltung gewesen. Und hier ging es erstmal darum, überhaupt die Angebote vorzustellen und Sensibilisierung dafür nochmal zu machen. Was kann denn Digitalisierung eigentlich sein? Wie kann zum Beispiel Kommunikation gestaltet werden? Und wie könnten wir vom Analogen mehr ins Digitale kommen? Und Sie sehen schon, wir haben da ein bisschen was durchgeführt. Die Fotos zeigen es. Da konnten wir vor Ort tatsächlich das Team ein bisschen aufschließen dafür, was könnte denn möglich sein, vom Analogen ins Digitale zu kommen. Ich will Ihnen auch nicht verschweigen, dass es Herausforderungen gibt. Das kennen Sie sicherlich alle. Die Branche Pflege ist schon eine besondere Branche, gerade was jetzt auch infolge der Corona-Pandemie ist. Wir haben festgestellt, wenn wir auf Unternehmen zugehen und diese betrieblichen Weiterbildungsangebote unterbreiten, ist es schon so, dass es manchmal schwierig ist, den Kontext herzustellen. Also die Mitarbeitenden, die dann sagen, ja, warum machen wir denn das eigentlich hier? Das ist tatsächlich noch eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen, das mehr einzuordnen. Sie selber kennen das vielleicht auch, dass Terminvereinbarungen teils sehr langfristig getroffen werden müssen, einfach aufgrund von Dienstplan und Schichtarbeit. Das ist nicht immer einfach, das einzutakten in den betrieblichen Alltag. Und dann muss man sagen, muss man auch nochmal darauf achten, wo wird denn das eingebunden? Also wie sind die Mitarbeitenden, kommen die gerade aus einer Nachtschicht, sind die im Zwischendienst? Ist es da, gibt es da Hindernisse? Das ist etwas, was durchaus auch noch eine Herausforderung der Branche Pflege ist. Und zusammenfassend kann man sagen, dass wir tatsächlich gelernt haben, dass wir Teamentwicklung und Kompetenzförderung brauchen, aber natürlich auch in die Organisationsentwicklung einbetten müssen. Zum Schluss in eigener Sache, ich nehme das Wort von Frau Nonnemacher auf, viele Wege führen ins Zukunftszentrum. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf, wenn Sie das mögen. Vielen Dank. Ja, jetzt können wir leider den Applaus nicht einblenden, aber der wäre gekommen. Ganz herzlichen Dank, Frau Pein, in der Kürze und mit aller Klarheit. Wir werden nachher noch ins Interview gehen mit Ihnen und gern nochmal die Aufforderung, Sie dürfen den Chat nutzen. Ich habe es noch nicht sehen können, dass Sie es gemacht haben, aber fühlen Sie sich herzlich eingeladen. Dann können wir nachher Ihre Fragen auch noch mit dazu nehmen. So, jetzt möchte ich gerne, weil wir mehr als nur ein Good Practice-Beispiel heute haben, einen weiteren Gesprächspartner haben. Genau, und da können Sie ihn sehen. Herzlich willkommen, Herr Woderski. Schön, dass Sie da sind. Sie merken, wir haben es heute nicht so ganz leicht mit der Technik, ja? Und glauben Sie mir, im Hintergrund, Herr Lamson von der Agentur versucht alles, dass wir einen guten Zugang haben und behalten. Aber wir sehen, wir sind lebendig und wir sind live da und hier. Und jetzt soll es auch gleich weitergehen. Nachdem wir jetzt dazu gehört haben, Fachkräfte bilden, geht es jetzt darum, Fachkräfte zu halten. Ein Thema, da hat man sich vor etlichen Jahren noch kaum Kopf drüber gemacht. Aber wir haben andere Menschen, andere Generationen. Viel häufiger wird heute der Arbeitsplatz gewechselt. Und Herr Woderski, wenn Sie uns davon erzählen, wie Sie Fachkräfte halten, dann machen Sie das mit sehr großem Eigeninteresse. Sie sind nämlich der Chef eines Fachpflegedienstes. Jedenfalls habe ich so verstanden. Wenn der so heißt wie Sie, gehe ich davon aus. Jetzt sind wir ganz gespannt, was für praktische Ideen und Beispiele Sie umgesetzt haben. Und ich fühle mal nach, ob ich nachher sage, zu Ihnen würde ich auch gerne kommen. Sehr gerne. Können wir so machen. Ja, mein Name ist Heiko Woderski. Ich bin Unternehmensberater bei Pflege mit Kopf und führe unter anderem auch eigene Unternehmen, darunter zwei Pflegedienste in Barnim, ein Therapiezentrum, ein Sanitätsgeschäft. Und Herr Lamson kam auf mich zu und meinte, ich soll mal vorstellen, was wir alles zur Mitarbeiterbindung bei uns im Betrieb machen. Das habe ich Ihnen einfach mal mitgebracht, beziehungsweise wir haben unsere Kollegen vorher nochmal gefragt, was sind so die Highlights in unserem Betrieb, die wir in den vergangenen 7 Jahren geschaffen haben, um Mitarbeiter zu gewinnen, aber auch langfristig am Unternehmen zu binden.
Und die will ich mal kurz vorstellen. Das ist Herr Musilak, das ist mein Geschäftsführer, der in den Geschäftsfeldern dafür tätig ist, beziehungsweise für die Pflegedienste zuständig ist. Herr Lamson, ich kann jetzt gerne mal eine Folie weitermachen. Genau. Und zwar Punkt 1 wäre Pflege nach Zeit. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Pflegedienstbetreiber davon. Und zwar Pflege nach Zeit. Es gibt zwei verschiedene Varianten im ambulanten Bereich. Und zwar einmal die Leistungskomplexe und einmal das Konzept Pflege nach Zeit. Das ist 2008 verabschiedet worden und seitdem auch einsetzbar. Und der Fachpflegedienst Woderski ist der einzigste Pflegedienst in Berlin-Brandenburg, der dieses Konzept ausschließlich umsetzt. Das heißt, bei uns gibt es keine Leistungskomplexe, kein Hin und Her mit den Angehörigen, weil sie die Rechnung nicht verstehen, die Angebote nicht verstehen und so weiter. Es hat aber auch entscheidende Vorteile für die Arbeitnehmer. Und zwar flexible Einsatzinhalte. Bei Leistungskomplexen kennen Sie es vielleicht, dass Sie, Sie fahren morgens zu einem Einsatz und haben, keine Ahnung, die große Körperpflege auf Ihrem Tourenplan stehen und dem Patienten geht es gerade nicht so gut und der wünscht sich vielleicht gerade eine andere Wertigbetreuung. Und Pflege nach Zeit macht es halt möglich, dass Sie gemeinsam mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiter gemeinsam mit dem Patienten jeden Tag aufs Neue entscheiden kann, ob Vollbad, Katzenwäsche oder Plausch am Kaffeetisch irgendwie stattfindet. Er hat einfach die Möglichkeit, individuell auf die Bedürfnisse des Pflegebedürftigen einzugehen und deswegen wird das sehr geschätzt von unseren Mitarbeitern. Genau. Herr Lamson kann gerne den nächsten Punkt schon mal nehmen. Wenn er den möchte. Genau. Welcher Vorteil besteht noch? Also wir haben das Konzept 2020 in Zusammenarbeit mit der AOK Nordost erprobt, das komplett umzusetzen und haben ein spannendes Ergebnis dadurch erzielt. Und zwar durch dieses ganze leistungskomplexe Wirrwarr braucht es viel mehr Leistung an Beratung, den Pflegebedürftigen das zu klären, den Mitarbeitern zu erklären, du musst jetzt dann und dann die LK nehmen, dann machst du das so, die können aber nicht zusammen abgerechnet werden und deswegen kannst du das so nicht machen. Und wir sparen dadurch unglaubliche 35% an Kosten, die wir dadurch, also damit den Mitarbeitern zur Verfügung stellen können. Das heißt, unsere Arbeitnehmer haben 35% im Durchschnitt mehr Zeit vor Ort. Es gibt manche Leistungen, da sind es bloß 20%, aber es gibt auch andere Leistungen, wie zum Beispiel das Essen reichen, was für mich ein sehr sensibles Thema selbst ist. Da sind sogar 50% mehr Zeit drin, die sie dann mit den Krankenkassen refinanziert bekommen. Das heißt, noch ein Nebeneffekt für die Mitarbeiter, sie haben dann nicht mehr im Durchschnitt 16 Einsätze pro Tour, sondern nur noch 10. Und das nimmt so deutlich den Druck bei den Arbeitnehmern raus, wenn die nicht mehr dieses Gefühl haben von, ich muss jetzt irgendwie durchrammeln und habe irgendwie schnell Feierabend, weil ich irgendwie noch A, B und C machen muss, sondern es wird belohnt, wenn man länger beim Patienten bleibt und man kann auch wirklich viel individueller auf die Leute eingehen, weil man halt mehr Zeit hat. Deswegen Interesse wirklich auch an die Kollegen da draußen, die das noch nicht benutzen, das einfach mal proben und ausprobieren, ist eine tolle Sache und eine Mehrwert für die Mitarbeiter. Ja, und ich habe es schon so angedeutet, es ist eine einfache Abrechnung. Das heißt, Sie haben auch weniger Beratung mit den Angehörigen, weil Sie einfach die Sachen ja viel klarer haben. Ne? Wenn Sie Ihr Auto zum Beispiel in die Werkstatt bringen, sagt Ihnen die Schlosserei zum Beispiel, keine Ahnung, für den Austausch der Teile brauchen wir irgendwie 4 Stunden und für sie ist ganz klar, okay, wenn der Stundensatz irgendwie bei 80 Euro liegt, dass das jetzt so viel Geld am Ende kostet. Also es ist viel klarer. Und das haben sie natürlich auch bei Pflege nach Zeit. Das heißt, wir vereinbaren mit den Versicherten einen Rahmen. Das heißt, für die Pflege der Mutter brauchen wir jetzt zum Beispiel im Monat 21 Stunden und bei Bedarf packen wir noch 2 Stunden drauf. Und dann haben wir die Möglichkeit, mit diesem Zeitkontingent zu spielen, haben mal Einsätze, die deutlich länger brauchen, weil der Patient gerade tagaktuell dieses Bedürfnis hat und einen anderen Tag braucht er halt weniger Zeit. Genau. Und das sorgt halt dafür, dass das Büro deutlich weniger Papierkram hat und mehr Zeit vor Ort bleibt. Ja. Ein Nachteil muss man diesem, vielleicht noch einen Nebensatz, einen unternehmerischen Nachteil, den muss man auch ganz offen kommunizieren, vielleicht hat sich der eine oder andere damit schon beschäftigt, ist einfach, dass sie von der Wirtschaftlichkeit her weniger, ich sag mal, Gewinne fahren. Ich sage das mal als Unternehmer, kann ich das sagen, als wenn sie nur nach Leistungskomplexen arbeiten. Der Vorteil bei Pflege nach Zeit ist, dass sie belohnt werden, wenn sie mehr Zeit mit dem Pflegebedürftigen verbringen. Und wenn sie nach Leistungskomplexen arbeiten, werden sie belohnt als Unternehmen, wenn sie kürzer bleiben. Nur mal so als Anregung. Jetzt gerne die nächste Seite. Genau. Wir haben die Mitarbeiter, wie gesagt, befragt, was denen am meisten bei uns gefällt, und zwar unser Klamotten-Sponsoring.
Das ist eine nette Begrifflichkeit. Vielleicht Herr Lamson kann noch was dazu sagen, beziehungsweise die nächsten Punkte mal machen als Gedankenstütze. Genau. Unsere Mitarbeiter bekommen, wenn sie bei uns anfangen, wie so eine Art 200-Euro Shopping-Gutschein. Das heißt, sie können selbst in Läden gehen, sie können selbst sich Kleidung aussuchen, die ihnen gefällt und die sie irgendwie für sich als sinnvoll erachten. Wir haben 2021 festgestellt, dass unsere Arbeitnehmer immer weniger die Dienstkleidung, die wir uns aussuchen, tragen. Na, Sie kennen das vielleicht aus dem ambulanten Bereich, denn im Winter gibt es irgendwie, die Jacke wird da drüber gezogen, dann wird der Pullover über den Kasak gezogen und so weiter. Das war die Motivation zu sagen, okay, liebe Kollegen, sagt uns doch einfach, was ihr tragen wollt, und dadurch ist das entstanden. Und deswegen ist es jetzt so, dass die Mitarbeiter, wenn sie anfangen, dieses Budget bekommen, sich einkleiden können. Die einzigste Bedingung sind halt einfach, dass die Kleidungsstücke blau sind und dass das Logo raufpasst, beziehungsweise unsere Texte. Und dann können die quasi mit diesem Geld schalten und walten, wie die wollen. Darüber hinaus bekommen sie jedes Jahr weitere 100 Euro, die sie dann wieder verwenden können, um sich den Kleidungsstil zu kaufen, der ihnen gefällt. Und ein wichtiger Punkt ist noch, das ist ihre Kleidung. Das heißt, selbst wenn sie das Unternehmen verlassen, ist das quasi ihrs. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass sie, wenn sie nachmittags einkaufen gehen, teilweise Mitarbeiter, die nicht im Dienst waren, antreffen, die selbst ihre Dienstkleidung tragen, weil sie halt den Pullover so cool finden, zum Beispiel. Ja, das mal so da. Wir haben natürlich auch bei uns bestimmte Standardprodukte, sei es jetzt der Dienstkleidung wegen, die Mitarbeiter sich aussuchen können, aber trotzdem können sie individuell in den Laden gehen und sich immer noch andere Sachen aussuchen. Ja. Dann ein Punkt, den wir auch 2020 eingeführt haben, sind die sogenannten Team-Challenges. Wir, also vielleicht für den einen oder anderen, der Pflegedienstleiter ist oder der einen Pflegedienst betreibt, der kennt vielleicht die Situation, dass er in der Dienstberatung sitzt und er hält einen Monolog. Ein Monolog darüber, welche Patienten neu sind, wer hat sich vielleicht beschwert, welche Probleme sind aufgetaucht. Und man sieht manchmal so in den Gesichtern der Mitarbeiter, dass eigentlich alle irgendwo ganz woanders sind, gerade mit ihren Gedanken, und eigentlich nur warten darauf, dass die Dienstberatung zu Ende ist, weil sie dann Feierabend haben. Und das hat uns zum Anlass gebracht zu überlegen, okay, wie können wir denn die Zeit sinnvoller nutzen für die Mitarbeiter, aber auch so, dass wir das Zusammenarbeiten verbessern können. Und dann haben wir angefangen, einmal im Monat, das ist bei uns eine feste Größenordnung geworden, Team-Challenges zu veranschlagen. Was sind das? Das sind, Sie stellen sich vor, jeden dritten Mittwoch im Monat wissen alle, okay, Sie müssen um 13 Uhr an einem bestimmten Ort sein. Und keiner weiß, nicht mal der Geschäftsführer weiß, was an diesem Tag gemacht wird. Klar, wenn es jetzt Sachen sind, wo man vielleicht ein bisschen Vorbereitung braucht, wenn man andere Kleidung mitbringen muss, dann ist das schon irgendwie klar. Aber es weiß keiner, was an diesem Tag passiert. Und das heißt, wir haben eine Mitarbeiterin zum Beispiel, die ist dafür zuständig in dem einen Team, und die hat einen Jahresplan für sich erarbeitet, was die mit den Mitarbeitern macht und wie die quasi die denn überrascht. Und hier sehen wir zum Beispiel im Hintergrund eine Challenge, das war die Tischtennis-Turnier-Challenge. Es gibt aber auch die verschiedensten anderen Sachen, die wir machen, sei es jetzt Geotracking, Domino Day, das Kochbuch haben wir gemacht letztes Jahr. Also müssen Sie sich das so vorstellen, dass sie die Aufgabe bekommen, dass jeder ein Rezept mitbringt, beziehungsweise das Rezept mitbringt und dass die Speise mitbringt. Und aus diesen Rezepten haben wir zum Beispiel ein Kochbuch erstellen lassen, was wir dann den Versicherten zu Weihnachten geschenkt haben, als Weihnachtsgeschenk hat. Und das hat sich so bewährt, diese Geschichte, dass wir das einmal jährlich im November immer machen. Also das ist die einzigste Challenge, wo die Kollegen wissen, was im November passiert. Und da sind die interessantesten Kochbücher daraus entstanden, sei es jetzt Suppenrezepte, Backrezepte, aber auch Hausmannsgerichte. Kann ich echt nur empfehlen, sowas zu machen. Was kann man noch für Challenges machen? Da sind sie eigentlich relativ kreativ und frei. Wenn Sie sowas einführen wollen, kann ich Ihnen einen Tipp geben, machen Sie es ein halbes Jahr, einmal im Monat, und ziehen Sie es durch. Und dann setzen Sie sich mit Ihren Kollegen hin und fragen die mal so, was die sich so eigentlich wünschen würden, was man mit denen so machen kann. Und dann, also ich habe insgesamt in Wiesenthal und Bernau drei verschiedene Teams. Und bei jedem Team kamen andere Interessen raus, was die irgendwie cool finden würden, was man während der Arbeitszeit macht. Ja, Sie haben richtig gehört. Wir haben es oben auch aufgeschrieben, lieber eine Dienstberatung weniger und dafür gemeinsam was erleben. Das sorgt halt dafür, dass die Mitarbeiter
vielleicht kennen Sie das im ambulanten Bereich, das sind ja eher Mitarbeiter, die im Einzelkämpfermodus sind. Das heißt, die kommen morgens vielleicht in den Pflegedienst, holen sich ihre Schlüssel, holen sich ihr Diensttelefon, wenn sie denn digital aufgestellt sind, und fahren dann in die Tour und kommen vielleicht nachmittags zurück und berichten der Pflegedienstleitung vielleicht noch, ob es irgendwelche Probleme oder Schwierigkeiten auf Touren gab oder besonderen Ereignisse. Und oftmals ist die Problematik, dass dann der eine sich über den anderen beschwert, weil er zum Beispiel sagt, keine Ahnung, das Geschirr wurde nicht abgewaschen oder die Kleidung wurde für den Frühdienst nicht rausgelegt und deswegen mag ich den anderen vielleicht gar nicht, weil der immer die Kleidung nicht rauslegt und ich habe schon zweimal mit dem gesprochen, habe aber das Gefühl, das merkt er gar nicht. Dann hat man in der Pflege manchmal ein interessantes Phänomen, dass die Mitarbeiter eher übereinander reden als miteinander. Und durch dieses Team-Challenge-Ereignis einmal im Monat ist es eher dazu gekommen, dass es eine Teambildungsmaßnahme wurde. Das bedeutet, man hat dann manchmal die Mitarbeiter, die sich gerade, ich sage mal, nicht verstehen oder im Clinch liegen miteinander, zusammen in Teams gesetzt. Zum Beispiel in eine Schnitzeljagd-Team haben wir dann gemacht, okay, wir nehmen die Mitarbeiter, die sich übereinander beschweren, setzen die zusammen und siehe da, die haben angefangen, einfach über die Dinge zu reden, die sie sonst im Alltag immer nur in der Gruppe sich austauschen würden und sich über den anderen beschweren würden. Was will ich damit sagen? Dass sie einfach dadurch die Reibungspunkte der Mitarbeiter, gerade wenn die viel im Einzelkämpfermodus sind, deutlich reduzieren können. Genau. Das zum Thema Teamchallenge ist wirklich eine sehr, sehr, sehr tolle Sache. Kann ich wirklich nur jedem Pflegedienst empfehlen oder jedes Pflegeunternehmen empfehlen. Das ist so eine tolle Erfahrung und bringt wirklich leuchtende Augen bei den Mitarbeitern. Genau, was sehen wir hier? Hier sehen wir eine nette Truppe älterer Damen und Herren. Das hat aber einen entscheidenden Hintergrund, warum ich dieses Foto gewählt habe. Und zwar geht es darum, Mitarbeiter so zu fördern, dass die das machen können, was die sich eigentlich wünschen, was die quasi vom Herzen bewegt. Und viele von uns, auch ich selbst, habe Altenpfleger gelernt. Und ich hatte immer mehr den Eindruck, dass das, was ich tue, nichts mehr mit dem zu tun hat, was ich mal gelernt und geliebt habe. Das heißt, es ging nur noch darum, irgendwie Funktionspflege, da den Wundverband machen, da das machen, da das machen, da das machen und da ist das getaktet. Also es hat ja eher was irgendwie von Fließbandarbeit irgendwann gehabt. Und wir haben gesagt, okay, gut, was können wir da als Unternehmer anders machen, um den Mitarbeitern wieder dieses Gefühl von Altenpflege zu vermitteln? Und dadurch ist was sehr, sehr, sehr Schönes entstanden bei uns, und zwar Ausflüge und Senioren-Events im ambulanten Bereich. Sie kennen das vielleicht aus dem stationären Bereich, da gibt es einen Veranstaltungsplan, da gibt es vielleicht eine Ergotherapeutin und Betreuungskräfte, die sich darum kümmern, dass da irgendwie Aktivitäten und Feste stattfinden. Und ich fand das immer so schade, dass es im ambulanten Bereich eher wenig stattfindet, bis gar nicht. Und wenn man das Thema anspricht und seine Mitarbeiter da mitnimmt und sagt, Mensch, wollen wir nicht in der Richtung was machen, sieht man auch da wieder, dass die ganz schnell wieder in diesen Altenpflegemodus zurückrudern und sich nicht mehr von diesem Hasseln, von diesem schnellen Arbeiten irgendwie wieder zurückkommen können. Okay, was können wir denn eigentlich Schönes tun, um den Senioren, die den ganzen Tag vielleicht alleine in der Wohnung sind, die, keine Ahnung, wo der einzigste Besuch der Pflegedienst ist, der irgendwie dreimal am Tag kommt und sonst kommt vielleicht der Enkel nochmal alle 14 Tage am Wochenende, ein besseres Leben gestalten können. Und dadurch sind Veranstaltungen entstanden, wie gesagt, und aber auch Seniorencafés und Treffs. Die passieren einmal die Woche. Es sind in der Regel zwei Kleingruppen, die da Ausflüge machen, sei es mal ein Wocheneinkauf auf dem Polenmarkt. Also das, was sich die älteren Menschen auch wünschen. Und das wird so gut von den Mitarbeitern angenommen, dass sie sich teilweise schon zanken darum, wer daran teilnehmen kann und die Reise begleiten darf. Also deswegen ist es so eine Sache, wirklich zu hören, was die Arbeitnehmer wollen. Welche Wünsche haben die quasi an den Betrieb und was kann man unternehmerisch davon realisieren und verwirklichen? Genau, hier habe ich noch Beispiele aufgeschrieben, Zoobesuch, Kutschfahrt, Skattunier, eigentlich fast alles, was Sie vielleicht aus dem stationären Bereich eher kennen, kann man auch in die ambulante Pflege transferieren und sorgt halt damit dafür, dass die Mitarbeiter diesen Beschäftigungsanteil, den sie alle mal gelernt haben in der Ausbildung, auch wirklich verwirklichen können und nicht nur irgendwie Verbände machen. Ja, gerne die nächste Seite, Herr Lamson. Genau, dann der ein oder andere, ich habe das selber nicht erwartet, dass das kommt, aber die Mitarbeiter haben relativ hoch gerankt, was das Thema Gemeinschaftsgüter sind. Was meinen wir mit Gemeinschaftsgüter? Es gibt Materialien, die ich als Unternehmer oder die der Betrieb anschafft, um quasi Werbemaßnahmen zu machen oder halt Feste zu veranstalten und so weiter. Und was spricht denn dagegen, dass seinen Arbeitnehmern zur Verfügung zu stellen?
Und gerade wir in der Pflege haben relativ, also ich kann jetzt nur für meine Betriebe sprechen, viel junges Personal, also viele junge Mütter, die irgendwie kleine Kinder haben. Und deswegen überlegen wir jedes Mal, wenn wir Sachen anschaffen, für Werbemaßnahmen zum Beispiel, wie können wir das mit den Bedürfnissen unserer Arbeitnehmer in Einklang bringen, sodass die auch einen Nutzen davon haben und nicht nur ich als Unternehmer. Und dadurch ist zum Beispiel als erstes diese Hüpfburg entstanden. Das heißt, wir haben unsere Kollegen gefragt, was die sich eigentlich so wünschen würden, was die zu Hause auch super nutzen könnten für die Einweihe oder für die Jugend, nicht für die Jugendweihe, sondern für die Einschulung, für Geburtstag oder sonst irgendwas, wo wir sagen können, okay, das können wir aber auch unternehmerisch anders verwenden. Und diese Hüpfburg ist der absolute Renner, kann ich Ihnen sagen. Also die ist eigentlich fast nonstop ausgebucht bei den Arbeitnehmern und teilweise wird dann wirklich schon ein Terminkalender gefüllt, wann die Hüpfburg genutzt werden darf. Was haben wir noch Schönes im Angebot, Herr Lamson? Genau, wir haben natürlich einen Anhänger, werden viele Betriebe haben, den die Kollegen sich ausleihen können für den Umzug oder sonst irgendwas. Wir haben einen kleinen Bus, den die Kollegen sich ausleihen können, um halt den Umzug zu machen oder halt mal vielleicht einen Ausflug zu machen und da reicht das kleine Auto nicht. Herr Lamson, was haben wir noch für schöne Sachen? Genau, den Bus habe ich erzählt, was haben wir noch? Genau, dann eine Bierzeltgarnitur hat fast auch jeder Betrieb irgendwo rumstehen, aber auch ein Zelt dazu oder sonst irgendwas. Und das kann man auch den Arbeitnehmern anbieten, dass die das wirklich für ihren Alltag mitbenutzen können. Die meisten gucken immer, ob man sich das irgendwo ausleihen kann für teures Geld, was man als Unternehmer einfach problemlos auch wirklich realisieren kann für die Menschen. Tischtennisplatten das Gleiche und. Also das ist, wir kratzen nur an der Oberfläche gerade. Bei uns gibt es eine Liste im Betrieb, was die Kollegen sich ausleihen können und wer wann was hat. Das zu Gemeinschaftsgütern. Dann ist oft so ein Punkt Gehaltsbausteine. Also ich kenne aus meiner Unternehmerberatungstätigkeit den Glaubenssatz, Gehalt ist alles irgendwie und ich kann ja irgendwie nur Arbeitnehmer bei mir einstellen, wenn ich genug Gehalt zahle. Ich hatte letztens einen Teilnehmer, der sitzt in Potsdam und sagt, okay, ich finde ja gar kein Personal, weil ich Brandenburger Vergütungen bekomme, muss aber Berliner Gehälter zahlen. Ich habe die Erfahrung gemacht aus 7 Jahren Unternehmertum, dass das nicht die entscheidende Komponente ist. Trotzdem will ich es Ihnen kurz mal aufführen, was unsere Kollegen, wenn es um das Monetäre geht, bei uns bekommen. Die Gutscheinkarte, ich glaube, das kennen viele von Ihnen. Sie kriegen einmal im Monat so eine 50, also wir haben Ticket Plus da bei uns. Das heißt, da kriegen die 50 Euro raufgebucht, wenn die quasi den Monat abgeschlossen haben. Die kriegen da, wenn die heiraten, wenn Geburtstage sind, kriegen die da nochmal was mit draufgebucht, um quasi nochmal etwas obendrauf zu haben, was sie netto verwenden können. Ich nenne das immer gerne mein Mitarbeitersparbuch, weil wir Kollegen haben, die einfach sich das Geld ansparen jeden Monat und das dann bei IKEA einfach dann, wenn sie einmal dahin fahren, um sich ein neues Bett zu kaufen oder die Küche anzuzahlen, verwenden sie dann dieses Geld. Wochenendbonus. Ich bin ein großer Verfechter von Gleichberechtigung in der Pflege. Und deswegen haben wir die Situation, wenn wir jetzt Mütter einstellen, die nur von Montag bis Freitag arbeiten können, dass wir die Mitarbeiter, die dann die Wochenenden mehr machen müssen, weil die anderen ja nicht können, zusätzlich entlohnen. Das heißt, wenn der Arbeitnehmer schon zusätzlich ein Wochenende übernimmt für jemanden, der das nicht machen kann, weil er halt, keine Ahnung, alleinerziehend ist oder sonst irgendwelche Hindernisse hat, dass derjenige dafür auch pro Wochenendtag bei uns 80 Euro Zuschlag bekommt. Und ich spreche jetzt nicht vom Sonntagszuschlag, sondern das ist quasi ein Bruttozuschlag, den er bekommt. Dienstwagen nach Maß. Wir haben bei uns so ein Regelwerk, wer bei uns einen Dienstwagen haben kann und wer nicht. Darauf würde ich jetzt ungern eingehen, weil es relativ umfangreich ist. Aber wer einen Dienstwagen haben kann bei uns, der kann sich den auch frei wählen. Das heißt, wir haben bei uns ein Standardfahrzeug, was derjenige haben kann dann. Das ist ein Opel Corsa. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich habe zum Beispiel 3 Kinder und der Dienstwagen bringt mir irgendwie gerade gar nichts, weil ich ja mit dem Corsa trotzdem irgendwie nicht meine 3 Kinder von A nach B kriege, geschweige in Urlaub kriege. Ich bräuchte was Größeres, dann ist das bei uns möglich. Natürlich dann mit dem finanziellen Aspekt, dass er dann eine höhere Zuzahlung zum Fahrzeug zu leisten hat. Aber das hat den Vorteil für den Arbeitnehmer, dass er wirklich komplett von seinem privaten Fahrzeug trennen kann und ausschließlich das Dienstfahrzeug haben kann und dann dadurch nochmal Geld spart. Genau, Weihnachtsgeld, ich glaube, das ist auch eine geläufige Geschichte. Was haben wir noch Schönes?
Einspringeprämie, das heißt, immer wenn ein Mitarbeiter bei uns einen Dienst übernehmen muss, der nicht absehbar war, also wir sprechen jetzt nicht irgendwie davon, dass ich mal frage, kann man oder kannst du mal in 14 Tagen einspringen, sondern es geht immer darum, immer wenn ein Arbeitnehmer bei uns einspringt und dafür keinen Ausgleich frei bekommt, dann bekommt er quasi einen Zuschlag nochmal extra dazu. Haben wir noch Schönes? Genau. Zugehörigkeit. Wir legen sehr großen Wert darauf, dass die Arbeitnehmer langfristig bei uns arbeiten. Wir möchten nicht mit einem Team arbeiten, was irgendwie, das kennt vielleicht der eine oder andere schon, wo die Arbeitnehmer immer hin und her springen und irgendwie schauen, wo kriegen sie das meiste Gehalt und dann schnell wieder weg sind, wenn es woanders mehr gibt. Und deswegen belohnen wir bei uns die Zugehörigkeit. Das kennen Sie vielleicht aus Tarifverträgen auch. Das ist in unserem Hausvertrag geregelt. Das heißt, nach 2 Jahren bekomme ich 150 Euro Bruttozuschlag, unabhängig der Anzahl der Stunden, die ich leiste. Und ich bekomme 300 Euro Zuschlag nach 5 Jahren. Ich glaube, jetzt hatten wir die 6 Gehaltsscheine. Es sind 6, genau. Dann ein Highlight noch für die Arbeitnehmer und deren Familien. Sie haben vielleicht vorhin mitbekommen, dass ich auch ein Therapiezentrum betreibe. Das heißt, ich habe ungefähr 16 Therapeuten, die im Bereich Ergo und Physiotherapie wirksam werden. Und dort haben wir 2 Mitarbeiter zusätzlich qualifizieren lassen, die Präventionsmaßnahmen anbieten dürfen, also zertifiziert sind. Und das nutze ich natürlich auch von den anderen Betrieben. Das heißt, die Mitarbeiter haben ein Budget von 600 Euro im Jahr, was sie quasi für Präventionsmaßnahmen verwenden dürfen. Das kann aussehen, wir bieten 2-mal pro Woche einen Gruppensport an. Das heißt, eine Rückenschulung bieten wir an. Die findet, weil ich es persönlich finde, dass die Arbeitnehmer das machen, halbseitig ihre Arbeitszeit statt. Das bedeutet, wenn die dorthin gehen, und dieser Gruppensport geht 1 Stunde, dann bekommen die 1,5 Stunden Arbeitszeit gutgeschrieben. Das hat für mich den Vorteil, dass ich weiß, langfristig mache ich etwas für die Arbeitnehmer, dass sie auch gesund bleiben. Und der Arbeitnehmer hat für sich nochmal die Motivation zu sagen, okay, dann ist es vielleicht nicht ganz meine Freizeit. Und das ist wie so ein Bonus nochmal, den es gibt, einfach, dass die Leute da hingehen. Und es ist eine gut besuchte Gruppe, deswegen gibt es mittlerweile sogar 2 Kurse, wo die Kollegen halt alles Mögliche machen können. Also wirklich von Stressbewältigung bis Rückensport bis, ihr habt sogar mal eine Gruppe, da ging es um das Thema Rauchen, dass man das sich abgewöhnt, ohne das jetzt zu bewerten weiter. Was haben wir noch Schönes? Genau, Einzelbehandlungen sind auch möglich. Das heißt, ich kann meine 600 Euro auch dafür verwenden, um zu sagen, okay, gut, ich möchte, vielleicht bin ich so der Gruppenmensch, ich fühle mich da irgendwie unwohl, da irgendwie Sport zu machen vor den anderen und ich möchte auch nicht meine Rauchprobleme irgendwie mit denen besprechen, sondern ich finde es irgendwie schöner, alleine mit dem Therapeuten zu sein und der macht mal eine Massage oder ich kriege mal eine Wärmebehandlung oder ich mache mal eine Entspannungsübung im 1:1 mit dem Therapeuten, das ist damit auch möglich. Natürlich kann ich dann nicht so oft diese Behandlung nehmen. Und uns ist besonders wichtig, dass die Arbeitnehmer, wenn sie denn mal Beschwerden haben, sei es jetzt im Rücken oder sonst irgendwas, dass sie oftmals sofort nach dem Dienst sogar in die Praxis fahren dürfen, um sich dort, ich sag mal, einmal umsonst behandeln zu lassen, um zu gucken, dass es in den nächsten Tagen besser wird. Wenn natürlich dem nicht, müssen sie sich ein Heilmittelrezept holen. Und wenn sie das denn haben, werden sie bevorzugt bei uns in der Praxis auch behandelt. Also jetzt nicht irgendwie, dass wir Patienten deswegen ablehnen, aber die kriegen eher mal einen Termin dann dafür, dass ich als Arbeitnehmer, Arbeitgeber beziehungsweise Unternehmer in anderen Betrieben gesunde Mitarbeiter wieder schnell habe. Ja, was haben wir noch Schönes? Ich glaube, das waren sogar alle 7 Bausteine. Das sollten alle 7 Bausteine gewesen sein, die von den Mitarbeitern bevorzugt werden oder die von den Mitarbeitern besonders dank angenommen werden. Wir machen noch viele Sachen mehr, auch gerade Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja, darauf will ich jetzt aber nicht weiter eingehen, weil ich glaube, meine Sprechzeit ist vorbei und möchte den anderen auch gerne die Bühne überlassen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Woderski. Also mein Lachen ist mir erhalten geblieben. Das, finde ich, macht ganz viel Spaß. Allein schon die Kreativität, die Sie damit unter Beweis gestellt haben, wahrscheinlich nicht nur Sie allein, aber sicherlich auch Sie und vor allen Dingen auch Ihre Bereitschaft als Unternehmer an der einen oder anderen Stelle zu sagen, ich könnte mehr verdienen, aber ich habe dafür an anderer Stelle Risiko und ich wäge das ab und mir sind zufriedene Mitarbeitende, die lange bleiben, guter Dinge sind, viel, viel wichtiger. Jedenfalls habe ich das bei Ihnen rausgehört. Vielen Dank, bin gespannt. Ja, gerne. Einen kurzen Nachsatz dazu. Ich als Unternehmer habe mich einfach dazu entschieden, dass ich eher weniger Gewinn haben möchte, aber dafür Stabilität haben will. Ja. Und das zahlt sich, glaube ich, aus. Wir haben mittlerweile mehr als 80 Mitarbeiter und ich glaube, das spricht für uns.
Ja, unbedingt. Und wenn wir uns in ein paar Jahren wiederhören könnten und Sie sagen, es sind immer noch die gleichen Mitarbeiter, sind vielleicht eher noch welche dazugekommen, aber keine abgesprungen. Genau. Also, und es ist auch schön, weil Sie eigentlich damit sagen, Geld ist nicht alles. Und auch als Unternehmer muss man nicht nur ans Geld denken, sondern eher ganzheitlich. Ja, vielen Dank dafür. Wir kommen nachher bestimmt noch weiter ins Gespräch. Wir haben ja ein drittes Beispiel noch und wir liegen gut in der Zeit. Also bitte nicht schneller sprechen, das muss gar nicht sein. ja, jetzt haben wir die Fachkräfte gebildet, gesichert. Aber manchmal muss man erstmal welche gewinnen, damit man sie dann weiterbilden kann und auch hoffentlich behält. Und dazu begrüße ich ganz, ganz herzlich Nico Kleine-Knefelkamp. Sie haben einen wirklich nicht ganz einfachen Namen. Aber das wenn man ihn drauf hat, ja genau, dann merkt man sich den, ganz sicher. Ja. Sie stellen uns jetzt vor, wie junge Menschen aus dem Ausland gut vorbereitet, stelle ich mir zumindest vor, hier in Deutschland tätig werden können. Auch für Sie gerne Ihre gesamte Zeit. Stellen Sie uns Ihr Projekt vor und ich bin sicher, wir haben ganz viele aufmerksame Zuhörer. Vielen Dank, Frau Fischollig. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Frau Pein und Herrn Woderski. Zwei tolle, inspirierende Vorträge und besonders am Beispiel von Herrn Woderski habe ich so abgeschätzt, dass wir das in der KBG auch gar nicht so schlecht machen. Aber die eine oder andere Anregung war für uns dann auch doch dabei. Vielen Dank dafür. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Nico Kleine-Knefelkamp. Ich bin seit gut 4 Jahren Pflegedirektor der Kliniken Beelitz GmbH in Beelitz-Heilstätten. Wir haben in den vergangenen 20, 25 Jahren sehr viele Projekte selbst über die Bühne gebracht. Da ging es um das Thema Anwerbung von ausländischen Pflegefachkräften, inklusive Anerkennungsverfahren, Gleichstellungsverfahren etc. Und haben aber in den letzten 2, 3 Jahren dann selber den Fokus auf die Gewinnung ausländischer Auszubildenden gelegt und haben da auch die eine oder andere Hürde bereits nehmen müssen. Und im Rahmen meines heutigen Vortrages möchte ich Ihnen gerne ein Projekt des MSGIF, des Brandenburgischen Gesundheitsministeriums unter Schirmherrschaft direkt von der Gesundheitsministerin Nonnemacher vorstellen. Das ist das Projekt National Matching. Der Projektnehmer, quasi der Auftragnehmer vom MSGIF ist das ist die Adler Management GmbH. Ich habe Ihnen an zweiter Stelle das Projekt genannt. Ich würde gerne mit 1, 2 Dingen anfangen, als allgemeines zum Einstieg, danach das Projekt National Matching vorstellen, den aktuellen Stand der Gewinnung ausländischer Auszubildender aus dem afrikanischen, nordafrikanischen Raum und dem Iran und danach eine kleine Konklusio geben mit den Hürden, die wir in den vergangenen Jahren und Monaten einfach feststellen mussten. Ja, 2022 gab es ein Statement vom Sachverständigenrat für Integration und Migration, die an dritter Stelle genannt haben, dass die Zuwanderung in die Ausbildung gezielt gefördert werden sollte, gefährdet werden muss. Und die Ausbildung im Inland sollte gestärkt werden. Wir haben mit dem Projekt National Matching, an dem wir uns als Kliniken Beelitz GmbH beteiligen dürfen als Konsortialpartner, ein in meinen Augen sehr, sehr gutes Projekt mit 1, 2 deutlichen Vorteilen, was vor allem die Tätigkeitsaufnahme vor dem Beginn der eigentlichen Ausbildung angeht. Das ist nach meiner Kenntnis nahezu ein einzigartiges Projekt in Deutschland, aber da würde ich Ihnen gerne später was dazu sagen. Wir haben den Punkt Zuwanderung in die Ausbildung gezielt fördern, Ausbildung im Inland direkt selber stärken. Unter Punkt D über die Ausbildungsinhalt und das betreffende Berufsbild ebenso wie über das Leben und Arbeiten in Deutschland informieren. Das macht aus unserer Erfahrung heraus einfach Sinn, direkt im Rahmen der 3-jährigen Ausbildung die ausländischen Kolleginnen und Kollegen mit an Bord zu holen. Wir müssen im Vorfeld den Kolleginnen und Kollegen im Ausland mitteilen, welche Interpretation des Berufsbildes, Pflegefachkraft, welches existiert dort in Deutschland? Wie sind die Unterschiede zum asiatischen Raum, zum afrikanischen Bereich oder
auch schon in Richtung Westeuropa. Wir hatten in den Jahren 2012 bis 2016 ein großes Projekt mit Pflegefachkräften aus Spanien. Und wir mussten sehr schnell feststellen, dass die Interpretation, was ist Aufgabe der Pflegefachkraft, was ist Aufgabe der Pflegehilfe, da gehen halt die Meinungen teilweise Lichtjahre auseinander. Und das macht Sinn, dass man darauf achtet, dass man den Bewerbenden einfach das Berufsbild aus Deutschland mitgibt, dass man möglichst zeitnah mit der Integration beginnt. Das kann man auch im Ausland machen. Das ist auch ein Punkt des Projektes National Matching. Und dass man die Leute schon im Ausland an das Leben und Arbeiten in Deutschland gewöhnt. Das Projekt Natural Matching, ich hatte es eingangs schon erwähnt, ist ein Projekt des MS GIFS aus Brandenburg. Und nach meiner Kenntnis, ich hatte schon gesagt, das erste Projekt oder einzige Projekt in dieser Struktur, welches von ministerialer Seite sowohl teilfinanziert wird, als auch, und das ist, glaube ich, noch viel wichtiger, in einzelnen Prozessabschnitten gefördert wird und supportet wird, sei es bei der Möglichkeit zu verfrühten Einreise. Die Auszubildenden dürfen, Sie sehen es in der linken Spalte, bereits im September nächsten Jahres bei uns einreisen, haben quasi einen Vorbereitungsmonat. Aber ich würde jetzt gern aus den einzelnen Erfahrungen berichten. Dieses Projekt wurde, oder ich hab davon mitbekommen, das erste Mal im November 2021 am Fraunhofer Institut in Golm. Auch dort war Ministerin Nonnemacher und damals auch Herr Zaske mit anwesend. Ein tolles Projekt, damals noch unter Maskenzwang und 3 Meter Abstand. Also der Saal hat Raum für viele Leute geboten, aber war aufgrund der Corona-Schutzbedingungen und Maßnahmen doch nur sehr spärlich gefüllt. Wir waren in diesem Jahr, Mitte des Jahres waren wir im Kosovo, wir waren direkt in Pristina und haben knapp 35 Interviews mit potenziellen Auszubildenden geführt. Die Auszubildenden konnten teilweise alle schon Deutsch auf dem B1, B2 Niveau. Einige mussten vollständig übersetzt werden. Wir haben quasi für das Projekt als Konsortialpartner die potenziellen Auszubildenden bewertet, hatten mit diesen Vorstellungsgespräche. Von den knapp 35 sind 34 auch in die weitere Vorintegrationsmaßnahme gekommen, Begleitung Deutschkurs bis zum B2-Niveau. Das hat dann direkt eine Woche später angefangen. Parallel werden zwischen dem Partner in Pristina, der APPK und dem Adler Management, der Adler Management GmbH, die Visen beantragt, die Zeugnisse werden vorbereitet für die unterschiedlichen Sprachniveaus. Die Anerkennung der Schulzeugnisse läuft gerade parallel. Und die spannende Sache an diesem Projekt ist auch, dass wir haben als Konsortium entschieden, welche Auszubildenden können nach unserer Interpretation an dem Programm, an dem Projekt teilnehmen, aus kosovarischer Seite. Ein Dreivierteljahr später, quasi im Ende des ersten Quartals 2024, Anfang des zweiten Quartals, entscheiden aber die Auszubildenden, in welche Einrichtungen die gehen. Und das finde ich eine besonders spannende Sache, was wir Ihnen quasi als Konsortium den Weg bereiten, Sie aber für sich im Rahmen der Deutschkurse, im Rahmen der interkulturellen Vorbereitung direkt in Pristina im Kosovo für sich anhand von Internetauftritten, anhand von dem Verstehen, was bietet jeder Konsortialpartner in Deutschland, für sich entscheiden, welche Einrichtung ist für mich die richtige. Ist es der ambulante Pflegedienst, ist es die stationäre Pflegeeinrichtung, ist es ein Fachkrankenhaus, so wie wir es sind, ist es eher der Akutbereich, in dem ich später arbeiten möchte. Und das ist, denke ich, einzigartig in dieser Form und macht einfach Spaß.
Der dritte Punkt, ich hatte es schon kurz erwähnt, ist die Besonderheit, dass die Auszubildenden bereits im September nächsten Jahres nach Deutschland einreisen dürfen. Sie haben einen Vorbereitungsmonat. Dieser Monat dient sowohl der Nachhilfe im Deutschunterricht, aber auch die Orientierung und das direkte Onboarding im Krankenhaus beim Träger der praktischen Einrichtung. Sie können Wega zu Ämtern machen, Sie können bei der Sparkasse oder wo auch immer Ihr Konto einrichten, etc. pp. Und Sie dürfen auch in diesen 4 Wochen bereits arbeiten. Das ist ein Novum, welches es so noch nicht gibt, denn das Aufenthaltsgesetz für die Anerkennung von Fachkräften oder auch für die berufliche Ausbildung, wenn man aus dem Ausland kommt oder Drittstaat, untersagt das. Ja, man darf ja quasi nicht, in aller Regel nicht vor dem Beginn der praktischen und theoretischen Ausbildung bereits im Krankenhaus tätig sein. Hier haben wir nochmal die Projektphasen, die gegliedert sind und wer macht wann was. Im Kosovo zahlen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Pristina in Eigenregie quasi die Qualifikation A1 bis A2 und tragen auch einen gewissen Eigenanteil für die Qualifikation zum B2-Kurs hin. Auf Brandenburger Seite gibt es Zuschüsse. Das ist zum einen durch den Arbeitgeber, sprich den Träger der praktischen Ausbildung, aber auch durch das MSGIF. Das beteiligt sich auch finanziell an dem gesamten Projekt für jede einzelne Person, die landesschulamtlichen Unterlagen, Anerkennung der Schulzeugnisse etc. läuft über den Projektträger. Das ist quasi die Adler Management AG. Wir haben die Vorbereitung, das hatte ich vorhin schon erwähnt, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Kosovo auf die landesspezifischen Gegebenheiten, quasi Berlin, Brandenburg, das ist das Ziel. Und was besonders lohnenswert ist, ist das Integrationsprojekt der Diakonie, welches quasi auch aus diesem Gesamtprojekt mitfinanziert wird. Die Kosten für den Arbeitgeber als Träger der praktischen Ausbildung belaufen sich auf ca. 3.000 Euro pro Auszubildenden. Wenn man jetzt mal hochrechnet, dass die Anerkennung einer Pflegefachkraft zwischen 10.000 und 17.000 Euro kostet bei einer Vermittlung, abhängig aus welchem Land diese einreist, dann 12 Monate Anerkennungsverfahren, dann stellt man eventuell eine Anerkennung fest, okay, Mensch, die Vorqualifikation ist eher nicht die Pflegefachkraft, sondern ist die Hebamme, haben wir alles schon gehabt, dann ist das Geld ganz schnell weg. Und die Motivation bei den Kolleginnen und Kollegen vor Ort ist am Sinken. Hier sehen Sie einen Überblick der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Programm oder am Projekt National Matching. Das sind die Konsortialpartner, unterschiedlichste Einrichtungen, sowohl Schulen als auch Träger der praktischen Ausbildung. Die Pflegeschule und das Johanniterkrankenhaus in Treuenbrietzen haben in diesem Jahr damit gestartet und sind quasi die erste Einrichtung, welches aus diesem Projekt heraus Auszubildende in Treuenbrietzen begrüßen konnte. Das läuft seit Anfang Mitte September und wir sind schon gespannt, wie die ersten Berichte sind, wenn wir uns im November dort im Krankenhaus treffen als Konsortialpartner. Erste Eindrücke und Erfahrungen aus dem Projekt heraus, das ist schon sehr professionell. Wir waren Mitte des Jahres da, in der zweiten Oktoberwoche fliege ich wieder mit einer Gruppe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern runter in den Kosovo. Warum ist Brandenburg für die Auszubildenden sehr attraktiv? Es gibt im Kosovo keine Großstädte, die man vergleichen kann mit Berlin bei uns in Deutschland oder mit Stuttgart, mit Hamburg, mit München. Die Städte, wie wir sie haben, ähneln eher den Gegebenheiten im Kosovo. Deshalb ist der Mix aus Land, Natur und Großstadt für die kosovarischen Auszubildenden sehr attraktiv. Es existiert von vornherein bereits eine hohe Durchdringung im Kosovo, was das Thema deutsche Sprache angeht. Im Kosovo existiert eine Jugendarbeitslosigkeit von über 70%. Die
meisten dortigen Bewerbenden, Auszubildenden haben bereits eine Ausbildung absolviert. Die existiert in Kosovo eine hohe Affinität zu Deutschland hin, nach Deutschland. Nahezu alle Auszubildenden, mit denen das Gespräch gesucht hatten, haben bereits Angehörige, Onkel, Tanten, die direkt irgendwo in Deutschland bereits in einer Ausbildung sind oder die bereits im Anstellungsverhältnis sind und seit mehreren Jahren bereits in Deutschland leben. ZV Erfurt kam letzte Woche nochmal der Hinweis von Herrn Bünger. Herr Bünger ist der Geschäftsführer der Adler Management GmbH. Die ZV in Erfurt hat, oder die Prozesse haben dazu geführt, dass das Onboarding und die Anreise der ersten vier kosovarischen Auszubildenden in Treuenbrietz nicht keine Punktlandung war, sondern es gab eine Verzögerung von 10 Tagen, meine ich, und das ist bei 4 Auszubildenden wahrscheinlich noch so, dass man sagen kann, okay, das kann man am Anfang erklären und ist ja die erste Runde gewesen, aber wenn es im nächsten Jahr 30, 40 Auszubildende sind, dann wird es sicherlich schwierig werden und da muss man sich auch auf diese prozessualen Vorgänge verlassen können als Projektpartner. Wir haben grundsätzlich gerade einen Hype, den wir uns nicht erklären können. Ja, die muttersprachlich deutschen Auszubildenden gehen runter. Wir haben generell eine Abbrecherquote, die ist auch deutschlandweit typisch, glaube ich, von angehend 30%. Wir haben die Ausbildungsplätze bei ungefähr 50, 60, 65%, liegen wir bei der Auslastung und hatten selber vor. Und was sind da die Gründe? Was sind die Gründe der hohen Anzahl an Abbrecherquoten? Wir haben einfach keine psychosoziale Begleitung, ja, sozialpädagogische Begleitung der Auszubildenden. Da gab es ein Projekt, glaube ich, 2019 im Bereich der Altenpflege. Die Auszubildenden kommen teilweise mit psychosozialen Problemen, mit Überschuldung, mit Abhängigkeiten, Depressionen. Das sind Punkte, das sind Themen, die wir als Träger der praktischen Ausbildung und auch die Pflegepädagogen in den Einrichtungen nicht bewerkstelligt bekommen und hatten dann vor 10, 12 Wochen, Sie sehen es an Punkt 5, einen deutlichen Zuwachs an potenziellen Auszubildenden aus Drittstaaten. Wir können uns bisher nicht erklären, warum das so ist, aber wir haben nahezu 100 Bewerbungen aus Marokko, 10 aus Tunesien, 50 aus Kamerun, das ist so der afrikanische Bereich, aus dem Iran knapp 50 Bewerbungen. Wir haben online über ein Tool nahezu mit 85% der Bewerbenden die Vorstellungsgespräche geführt und das war teilweise klasse von, ich sag mal, schlechtem A2-Niveau bis erstklassigem B2-Niveau. Und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Der Vorteil, den wir erkennen, ist, dass die intrinsische Motivation dieser Auszubildenden, der ist einfach gegeben, denn wir sehen es auf der nächsten Folie, die setzen sich mit dem Beruf auseinander und gehen einfach das Risiko ein. Sie reisen in ein fremdes Land und das ist, glaube ich, alle Anerkennung wert. Ja, gelungene Integration Auszubildender im Gesundheitssektor ist unabdingbar, um die zukünftigen Bedarfe, die unsere Gesundheitsministerin Frau Nonnemacher hat es vorhin erwähnt, essentiell, um auch die Bedarfe nur ansatzweise zu decken. Die für eine gelungene Integration offenen Baustellen sind bekannt und zwingend refinanzierbar. Ich hatte es gerade schon erwähnt, die sozialpädagogische Begleitung ist dringend, die ist notwendig, die ist auch jetzt schon notwendig, die ist auch schon seit 3, 4, 5 Jahren notwendig. Die Ausbildungs- oder der ausbildungsbegleitende weiterführende Unterricht ist essentiell. Nur weil die Auszubildenden mit einem B2-Zertifikat kommen, bedeutet das noch lange nicht, dass sie gleichwertig am theoretischen und praktischen Unterricht teilnehmen können. Und die soziale und berufliche Integration bedarf
professionellen Unterstützung und nicht irgendwelcher laienhaften Unterstützung eines Pflegedirektors, der das aber natürlich nach bestem Wissen und Gewissen tut. Keine gelungene Integration, keine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung, das kann man auch andersrum drehen und hat die Vergangenheit leider gezeigt. Die integrationsspezifischen Schwachstellen der vergangenen Jahre machen die integrationswilliger Auszubildender sicher nicht einfacher, da der Hinweis, dass die negativen Vorurteile auf beiden Seiten, die müssen bearbeitet werden, erfolgreich und abgebaut werden. Wir haben sowohl im Kosovo als auch in den Interviews aus den anderen Drittstaaten, bei jedem zweiten Interview wurden wir gefragt, wie es denn um die Sicherheit der Auszubildenden bestellt ist. Und weil auch natürlich die Entwicklungen, die wir bei uns in der Presse mitbekommen etc., auch die schwappen natürlich in die anderen Länder rüber. Und die wollen gerne zu uns kommen, die wollen bei uns die Ausbildung machen, haben aber einfach Sorge, werden sie voll integriert und wie geht man im öffentlichen Leben mit ihnen um? Es muss darauf geachtet werden, dass die Klassen möglichst, dass man da einen möglichst guten Mix findet bei der Zusammenstellung der Ausbildungsklassen, um sowohl die Integration im Ausbildungssektor, in der Schule, im Wohnheim gelingen lassen zu können, als auch nicht irgendwie zwei unterschiedliche Klassen auf zwei unterschiedlichen Niveaus herbeizuführen. Teilnehmen an Projekten Next Gen Matching, kurz noch als Conclusio, setzt sich intensiv mit der Pflegeausbildung in Deutschland auseinander. Das haben wir selbst vor Ort mitbekommen. Die ziehen von ihrer Familie weg, die verlassen ihre Heimat und können bereits gut Deutsch, wollen integriert werden und wollen in Deutschland lernen, wohnen und arbeiten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an Sie für diese Darstellung. Da hatten wir jetzt wirklich drei ganz wunderbar unterschiedliche Themen und Schwerpunkte. Und wenn Sie mögen, dann bitte ich Sie jetzt alle nochmal in unsere Interviewrunde und unbedingt auch Herrn Hensel dazu. Den haben Sie jetzt bisher als Teilnehmende noch nicht gesehen. Ich stelle ihn aber auch gleich vor, wenn wir dann sozusagen alle gleich wieder da sind. Wir haben jetzt ungefähr 40 Minuten noch für ein Interview. Wir gucken mal, ob wir sozusagen Sie alle gleichzeitig interviewen können. Aber Sie haben so spezielle Themen, dass ich es eigentlich lieber im Einzelgespräch fast mit Ihnen machen möchte. Aber ich möchte Sie alle gleichzeitig sehen. Wenn Sie sagen, da hätte ich auch noch einen Beitrag zu, dann geben Sie mir gern ein Zeichen oder melden Sie sich. Ja, Herr Hensel, ich würde Sie erstmal gern vorstellen. Sie haben, also Sie waren schon da, auch wenn wir Sie nicht sehen konnten. Ganz sicher, ganz sicher. Sie kommen von der Wirtschaftsförderung Brandenburg. Und ich stelle Ihnen mal eine erste unabgesprochene Frage. Wie hat es sich angefühlt, die drei Beiträge zu hören und zu sehen? Was ist so Ihr Eindruck mit Ihrem Blick? Ja, also von meiner Seite auch herzlich willkommen nochmal. Mein Name ist Jan Hensel, genau, Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg, Mitarbeiter dort im Bereich Arbeit. Mein Eindruck, ja, unglaublich, oder? Wir haben tolle Unternehmen. Also es ist fantastisch. Also was man da auf die Beine stellt, mit welchen Möglichkeiten, mit welchen Mitteln, mit welchem Engagement, mit welcher Wertschätzung, Anerkennung, welche Ideen da auch gewonnen werden, umgesetzt werden, ist fantastisch. Also es ist unglaublich, finde ich super. Das ist ja genau das, was wir machen. Also unser Bereich Arbeit ein Stück weit berät zur operativen und, ich will sagen, strategischen Personalentwicklung. Wir gehen rein und gucken uns dort die Prozesse an, wie sie dort laufen in Richtung Akquise von Mitarbeitern, aber auch natürlich die Bindung von Mitarbeitern. Und das waren tolle Beispiele auch. Wir haben ja seit kurzem einen International Talent Service, der sich da mit der Integration von ausländischen Fachkräften beschäftigt. Auch dieses letzte Beispiel war super. Also kann ich nicht anders sagen. Also echt toll, sich das Ganze anzuhören. Ja, vielen Dank. Und seien Sie ganz sicher, die Sie uns alle zuhören, das ist keine abgesprochene Antwort gewesen. Das haben Sie hoffentlich Herrn Hensel angesehen, dass die Frage ganz überraschend kam. Es geht mir auch so, das ist in meiner Rolle als Moderatorin immer so ein bisschen schwierig, sagen, toll, was Sie da uns alles erzählt haben. Ich fand es aber trotzdem, und das ist ganz, ganz wichtig, die Probleme, die alle haben mit den Fachkräften, die lösen sich deshalb nicht auf. Aber es tut, glaube ich, einfach mal gut, neue Möglichkeiten zu sehen, neue Ideen zu bekommen und auch zu hören, dass Dinge funktionieren und Ideen einfach erprobt sind, weil man sie da ganz schnell
oder schneller mit selbst integrieren kann, hoffentlich. Jetzt wollen wir aber gerne natürlich noch bei den Fördermöglichkeiten bleiben. Welche gibt es denn? Was mögen Sie uns denn mal vorstellen? Also im guten Sinne auch gerne Werbung in eigener Sache, weil das ist ja fürs Land gedacht. Welche Hilfsangebote gibt es? Was können Sie konkret unseren Zuhörern, Zuschauern heute ans Herz legen, Herr Hensel? Ja, das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Also ich würde Ihnen jetzt vielleicht zwei Richtlinien kurz vorstellen. Wobei die eine, da muss ich vorsichtig sein mit meinem gefährlichen Halbwissen, ist es so, dass ich habe vor zwei Wochen eine Veranstaltung besucht von einem Kollegen auch, den Herrn Dr. Carsten Kampe, und der hat unsere Pflegestudie vorgestellt und der erzählte dort, dass wenn man mal die Chance hat, soll man mal die akademischen Fachkräfte von der Leine lassen. Man glaubt gar nicht, zu was die alles fähig sind. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ich kenne die Rolle nicht, ich weiß nicht, wie viel und wie groß auch dort die Anzahl der akademischen Fachkräfte ist dort im Pflegebereich. Aber es gibt in der Tat eine Richtlinie, die Brandenburger Innovationsfachkräfte nennt sich das Ganze. Bevor ich darauf weiter eingehe, ist es aber so, und das ist der Haken, mich dabei, diese Richtlinie ist nur für Klein- und mittlere Unternehmen des Landes Brandenburg. Das heißt, für Verbände, und ich glaube, das ist ja auch in der Pflege stark vertreten, dort die Verbände, die dürfen eben halt diese Förderung leider nicht in Anspruch nehmen. Aber für alle anderen, für die Unternehmen bis 249 Mitarbeitende, ist es eine sehr gute Möglichkeit, akademische Mitarbeitende an sich zu binden. Das ist im Grunde genommen, Hintergrund ist, wir haben bedauerlicherweise im Land Brandenburg eine sehr hohe Abwanderungsquote von Absolventen aus dem Land Brandenburg. Wir haben eine sehr gute Hochschullandschaft, aber irgendwie verlassen die alle nach dem Studium hier das Land Brandenburg. Und das Land hat sich gedacht, wir versuchen so eine Art Binde- und Klebeeffekte aufzubauen, damit man sich frühzeitig kennenlernt auf der einen Seite und dann noch sagt, okay, ich mag dich, du arbeitest super hier, du fühlst dich wohl, warum willst du noch länger arbeiten? Und das ist halt diese Förderung, dass man eben halt im Grunde genommen einen Lohnkostenzuschuss bekommt für seine Arbeit im Unternehmen. Der einzige Punkt ist, diese Arbeit, die muss innovativ sein, niedrigschwellig, würde ich sagen, sie muss etwas Neues sein. Etwas, was so im Unternehmen noch nicht bearbeitet worden ist. Das ist so eine Richtlinie, die richtet sich aber so an die akademischen Fachkräfte, aber auch Werkstudierende, wenn sie die einstellen wollen. Das muss jetzt auch nicht aus dem Pflegebereich sein, das kann zum Beispiel auch sein aus dem Bereich Marketing oder Personal. Auch die können ja die Arbeit dort übernehmen im Unternehmen. Und das andere, glaube ich, ist auch ein wichtiges Thema, auch im Land Brandenburg ganz klar, ist das Thema Weiterbildung, lebenslanges Lernen, nutzen die Möglichkeiten und stellen das dort ihren Mitarbeitern zur Verfügung. Das ist die Weiterbildungsrichtlinie des Landes Brandenburg mit dem jetzt bekannten Bildungscheck für arbeitsplatzunabhängige Weiterbildung. Und in der Intention des Unternehmens gibt es die betriebliche Weiterbildung. Und da geht es ab 1.000 Euro los, 50% Förderung nach oben offen für alle beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen. Auch sehr lukrativ, wird auch sehr gut angenommen. Die zwei würde ich eigentlich so ganz kurz mal erwähnen wollen. Wenn jetzt mehr Interesse besteht, wo finde ich die ganzen Angebote oder welcher Weg wäre für mich jetzt der sinnvollste, mit Ihnen in Kontakt zu kommen? Über die Intersit-Seite oder wirklich direkt jemanden lieber, wie wir uns zumindest jetzt unterhalten können, direkt und live? Ja, also Kontaktdaten gibt es viele. Also wir arbeiten ja auch in vielen, vielen Netzwerken zusammen. Das macht die Wirtschaftsförderung auch alle anderen Institutionen wie die Kammern oder Verbände sind bestens darüber informiert. Also die kann man alle ansprechen, das ist eigentlich kein Problem. Uns natürlich direkt auch. Wir haben 5 Regionalzentren im Land Brandenburg verteilt, in die Region Neuruppin, Frankfurt, Cottbus, Eberswalde und in Potsdam. Da können Sie uns gerne ansprechen. Wir kommen auch vor Ort zu Ihnen raus, erklären das ganze Antragsverfahren, begleiten das Ganze auch nochmal. Also das machen wir auf alle Fälle auch. Aber wie gesagt, es gibt auch genügend andere Institutionen, die da auch sehr gut zu beraten und mit denen wir auch in Netzwerken zusammenarbeiten. Aber wie gesagt, wir können es auch virtuell machen, per Mail, Telefon, all die Möglichkeiten, die heutzutage existieren. Die werden auch gerne in Anspruch genommen und das machen wir auch. Ja, dann vielen Dank erstmal als ersten Schritt. Jetzt würde ich gerne, Herr Kleine Knifelkamp, nochmal mit Ihnen ins Gespräch kommen, weil Sie uns leider etwas früher verlassen müssen. Wir haben Verständnis dafür, wird ein wichtiger Termin sein, aber trotzdem sollen Sie gerne nochmal zu Wort kommen. Mögen Sie nochmal so aus Ihrer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt mit National Matching sagen, wo würden Sie schon Verbesserungs- oder Nachbesserungsbedarf sehen? Gibt es da schon Punkte, die Sie benennen können? Diese Frage müssten Sie jetzt wahrscheinlich den Kollegen und Kollegen aus dem Krankenhaus Treuenbrietzen stellen. Die könnten Ihnen da wahrscheinlich das eine oder andere schon beantworten.
Aber die Info, dass quasi durch die zuständige ZAV die Einreise der Auszubildenden beim ersten Schwung, also gerade so beim ersten, sollte es ja alles gut klappen und gut laufen. Das ist, glaube ich, essentieller Baustein, um quasi auch so eine Flächenwirkung zu erreichen und möglichst viele zukünftige Partner für dieses ganze Projekt zu gewinnen. Da hätte ich mir doch sehr gewünscht, dass der erste Schwung gut läuft, denn bei vielen, wenn es sich da schon verzögert, wie läuft es erst in, bei 30, 40? Also kommen die denn erst nach dem Ausbildungsstart bei uns in Brandenburg an oder wo sind wir da zukünftig? Und ja, das ist, glaube ich, so ein Punkt. Ja, ja. Helfen Sie uns nochmal zur Einordnung. Sie repräsentieren ein großes Unternehmen, das also zumindest für brandenburgische Verhältnisse. Jetzt weiß ich nicht, ob Herr Woderski zwischendurch überlegt hat, gesagt hat, das ist auch was für uns. Sie haben jetzt was anderes vorgestellt, aber ich nehme Sie jetzt einfach, weil Sie der Mann aus der Praxis sind. Ist dieses National Matching als Programm abhängig davon, wie groß eine Einrichtung und Institution ist? Oder würden Sie sagen, das wäre für alle auch Pflegedienste zum Beispiel in Brandenburg interessant? Wie würden Sie es einschätzen? Das ist ein, also in meinen Augen ein Projekt, das für alle Zielgruppen oder für alle Gesundheitsanbieter relevant ist. Ambulanter Pflegedienst, stationäre Pflegeeinrichtungen, Langzeitpflege, Krankenhaus, Akutkrankenhaus, Fachkrankenhäuser. Und das hat man auch zum einen an der Übersicht gesehen der Konsortialpartner, als auch an den Kolleginnen und Kollegen, die an der Reise Mitte Juni teilgenommen haben. Da war wirklich alles querbeet vertreten. Mhm. Auch wenn das so nicht abgesprochen ist, aber man muss ja nicht alles absprechen. Herr Woderski, ich frage Sie mal, ist das für Sie, wahrscheinlich kannten Sie da auch schon einiges von, ist das für Sie auch interessant? Gibt's da so einen inneren Impuls zu sagen, habe ich nicht nur gern zugehört, sondern wollen wir auch anpacken? Also ich finde es an sich interessant, das Vorgehen. Ich gehöre jetzt leider zu den glücklichen Betrieben, die ausreichend Personal haben. Und ja, das haben Sie auch beschrieben. ich glaube nicht, dass das der Hauptpunkt ist, dass wir so schöne Sachen für die Leute machen. Das sind, glaube ich, andere Punkte, die da eher mitwirken. Okay. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist, also um die Frage zu beantworten, ja, ich glaube, das macht für jeden Sinn. Aber als Fußnote würde ich noch dazu geben, sollte es doch unsere Aufgabe sein, den Alltag der Pflegekräfte angenehmer zu machen. Weil wir reden die ganze Zeit darum, was man links und rechts verbessern kann. Mhm. Das heißt, da gibt es mehr Geld für die Pflege, tarifliche Bindungspflicht, da ist das, da machen wir das noch schön für die Pflegekräfte, dass sie sich wohlfühlen. Aber es bringt doch alles nichts, wenn der Kern der Arbeit so überlastend ist, dass die Arbeitnehmer für sich sagen, das halte ich keine, ich glaube, der Durchschnitt liegt bei 7,8 Jahre durch. Mhm. Also sollte doch eher die Aufgabe sein, zu überlegen, wie kann ich den Alltag der Pflegekräfte vom Inhalt der Arbeit so gestalten, dass die sagen, cool, das kann ich auch 40 Jahre machen. Mhm. Unabhängig davon, dass ich natürlich links und rechts schöne Sachen für die Leute auch trotzdem gestalten kann, keine Frage. Hm. Ja, das finde ich nochmal eine sehr wichtige Perspektive zu sagen. Wir müssen auch auf die Dauer schauen und die Lösungen, die wir versuchen heute zu finden, die sollte, wenn es geht, auch noch in ein, zwei Generationen, also in ein paar Jahrzehnten, noch eine geltende sein. Auch wenn wir heute ein anderes Arbeitsverhältnis oft haben, im Sinne von, man muss nicht bei seinem erlernten Beruf immer bleiben. Ich will das jetzt in unserer Runde nicht abfragen, aber das ist ja eher üblicher und moderner. Und Herr Woderski, Sie haben es ja selber, Sie sind nicht vom Beruf Unternehmer, aber Sie haben auch Ihr Handwerk sozusagen gelernt und dann da nochmal ganz viel draufgesattelt dabei. Frau Preis, dann nehme ich Sie gerne nochmal mit in diese Überlegung, wenn wir nach vorne schauen, wie viel Digitalisierung oder was an Digitalisierung kann denn wirklich praktisch helfen, damit Menschen sagen, diesen Pflegeberuf, den will ich nicht nur ein paar Jahre, sondern weit über den Durchschnitt ausüben. Ja, eine interessante Frage. Also ich möchte nochmal auf Herrn Woderski eingehen. Ich glaube, das ist existenziell wichtig, dass wir nochmal genau hingucken, was für Bedingungen haben wir da in der Pflege. Und ich sehe das so, dass Digitalisierung da eine Unterstützung, eine Assistenz und eine Hilfe sein kann. Aber wie wir das gestalten, ist, glaube ich, noch nicht ganz ausgehandelt. Und da ist auch vieles in den Fluss gekommen. Ich glaube zumindest sagen zu können aus den Beispielen, die wir jetzt selber im Zukunftszentrum haben, dass da sehr, sehr viel in Bewegung gekommen ist, was auf der einen Seite zum Beispiel Arbeitsorganisationen, aber auch Organisationsgestaltung oder auch Personalentwicklung angeht. Und ich glaube, die Themen, die haben wir alle heute hier schon angerissen,
es ist ja ein sehr komplexes Thema und man kann vielleicht versuchen, mit einem gewissen Puzzleteilchen anzufangen und zu sagen, hier suche ich mal Erfahrungen und diese dann so wie heute teilen, um zu sagen, was habt ihr denn für Erfahrungen gemacht? Ich glaube, es hat viel damit zu tun, voneinander zu lernen, aber auch genau hinzugucken und einen differenzierten Blick da nochmal zu tun. Herr Kleine Knefelkamp, Sie haben uns ein bisschen verraten, woher die Bewerber kamen. Ich habe ehrlich gesagt gestaunt und nochmal nachgezählt bei den Zahlen, die Sie aufgeführt hatten. Mögen Sie da nochmal einen kurzen Einblick geben? Sie haben es so ein bisschen angerissen, sehr unterschiedlich, aber auch durchaus sehr motivierte Bewerber. Was ist für Sie letztlich, das, was Sie aus diesem Jahr dann an Bewerbungen mitnehmen? Ist man bei Ihnen, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage, glaube ich, traue mich trotzdem, sie Ihnen zu stellen. Geht man gleich offen da heran bei ausländischen Bewerbern? Beziehungsweise, was ist das Entscheidende? Dann nur die Deutschkenntnisse? Wo sagen Sie, da achten wir besonders drauf? Das ist aus unserer Erfahrung das viel Entscheidendere, vielleicht noch als Deutschkenntnisse, die sich natürlich auffrischen und verbessern lassen. Ja, ja, das eine ist ja, dass den größten Umschwung muss unsere Pflegeschule jetzt erstmal über sich ergehen lassen, weil wir in den letzten Jahren immer zum 1. Oktober quasi mit der Ausbildung begonnen haben. Und jetzt kam diese Flut an Bewerbungen, wo dann die Frage im Raum stand, okay, wir kommen zu euch, wir warten aber nicht 12 Monate, wir kommen zu euch, wenn wir im April nächsten Jahres die Ausbildung bei euch machen können. Mhm. Mit dieser Fragestellung bin ich quasi an die Schulleitung herangetreten und die Geschäftsführung. Das hat denn eine Weile gedauert, bis wir dafür die Freigabe erhalten haben. Aber wir machen das. Wir haben jetzt einen Kurs zusammen mit 25 und wir könnten, wenn wir ausschließlich die vorhandenen B2-Niveaus nehmen als Grundlage und die persönlichen Gespräche, wahrscheinlich auch noch einen zweiten Kurs aufmachen. Das passt aber einfach von der Struktur, von den Einsätzen der Pflegepädagogen her nicht, von den Einsätzen in den praktischen Einrichtungen. Auch die können wir ja nicht quasi außerplanmäßig mit 50 Leuten fluten, egal welcher Herkunft. Das muss man ganz klar sagen. Aber ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, also die Sorge die Bewerberinnen und Bewerber formuliert haben, die sollten wir, glaube ich, nicht unterschätzen. Also die haben teilweise Angst oder haben es auch geäußert, also die haben teilweise Angst, irgendwie nach Brandenburg zu kommen, irgendwo in irgendeinem weiter entfernten Ort ihr Praktikum zu machen, dann wissen sie nicht, wie sie in Wohnheim kommen, wie ist die Einstellung ausländischen Auszubildenden gegenüber dem Wohnheim. Und das ist ein Thema, was wir wahrscheinlich auch Ende des Jahres bereits bei den ansässigen Sportvereinen irgendwie begleiten müssen. Wir haben jetzt wir werden eine eigene Sozialarbeiterin einstellen, die das Thema mit begleitet. Habe ich Bauchschmerzen. Aber wir machen das trotzdem und wir geben unser Bestes. Und Ja, ich gebe das nochmal in die Runde. Das ist ein Thema, das wünscht man sich nicht. Da würden wir lieber sagen, dass dafür steht Brandenburg nicht. Aber letztendlich ist das, glaube ich, auch ein leider verständliches Thema, dass sich da Menschen Sorgen machen. Wie erleben Sie das aus den anderen Bereichen? Herr Hensel, ohne dass ich jetzt was anderes als Wasser getrunken habe, sehe ich Sie doppelt. Aber Sie mussten sich neu einloggen, damit Sie uns besser hören können. Ich bin froh, dass ich wieder da bin. Also ich habe zwischendurch ein bisschen nichts verfolgen können. Aber kurz zur Beantwortung der Frage. Klar, soziale Integration ist ein wichtiges Thema, auch bei Unternehmen. Und wir haben auch viele Beispiele, dass eben halt Arbeitgeber dort Arbeitnehmer dann gesucht haben, auch gefunden haben und auch gute Arbeitnehmer dann hatten, aber sie nach einer bestimmten Zeit noch gesagt haben, ich habe hier nicht das soziale Umfeld und ich muss leider wieder gehen, weil ich konnte mich einfach nicht integrieren. Unabhängig davon, das wurde auch schon gerade benannt, wir sind ein Flächenland. Ja, das Land Brandenburg ist immer groß und weit und betriebliches Mobilitätsmanagement spielt da eine entscheidende Rolle und daran müssen wir arbeiten, ganz klar mit dem öffentlichen Personennahverkehr zusammen. Aber das sind wichtige Punkte auch bei der Ansiedlung, aber auch bei der Erweiterung oder bei den Unternehmen, die sich dort draußen weit im äußeren Entwicklungsbereich befinden. Aber das ist eine Sache, das wird sicherlich nicht von heute auf morgen geklärt werden können. Aber wir sind auch mit dabei mit den Institutionen dort vor Ort und versuchen dort auch bestimmte Projekte aufzusetzen, damit es auch ein Stück weit leichter geht. Da sind wir auch als Brandenburger alle gefragt.
ob man nun für Brandenburg arbeitet und in Berlin ist oder da würde ich am liebsten beide Bundesländer auch zusammenziehen, zu sagen, wir wollen ein offenes, ein weltoffenes Bundesland sein. Damit glaube ich, dass ich sogar den Ministerpräsidenten zitiere, aber es ist sicherlich auch unsere aller Überzeugung und das teilen wir aber nicht mit allen Brandenburgern. Das ist aber etwas ganz, ganz Wichtiges. Es nützt ja nichts, die besten Projekte zu machen, wenn die Menschen dann aus einem anderen Land kommen und sagen, ich komme aber nicht, weil es ist gerade Brandenburg. Und dann gehen sie in ein anderes Bundesland, die werden sicherlich auch um Fachkräfte kämpfen und dann andersherum vielleicht ja, offener wirken. Also das finde ich ist ein unangenehmer Punkt, den nennen zu müssen. Wir müssen ihn aber nennen, weil wir auf das Ganze blicken müssen. Das ist jedenfalls meine Einschätzung. Im Zuge dessen würde ich gerne nochmal einen Begriff einwerfen, den habe ich in der Vorbereitung auf diese Moderation erst gelernt und deshalb muss ich nochmal genauer hingucken. Ich dachte erst, das gibt es doch gar nicht, Fachkräftekannibalismus. Also im Wortsinn schon knirscht man ein bisschen mit den Zähnen, soll aber meines Erachtens ja heißen, man nimmt sich gegenseitig die besten Fachkräfte weg. Wie erleben Sie das denn im Brandenburgischen? Jetzt waren Sie alle drei bereit, etwas vorzustellen von dem, was Sie machen. Wenn ich darf, Herr Woderski, fange ich bei Ihnen an. Sie haben uns tolle Ideen verraten. Andere klauen die und schon ist es hoffentlich kein Fachkräftekannibalismus. Mögen Sie zu diesem wirklich drastisch klingenden Wort was sagen und wie Sie es erleben? Das Wort persönlich habe ich noch nicht gehört. Okay. Also man merkt schon, dass man im Rahmen der ambulanten Pflege eher eine Ellbogengesellschaft hat. Und das würde ich jetzt mal bei der Organisation von Facharbeitern bzw. von Hilfskräften mal mit unterstellen, dass man da schaut, dass man natürlich Fachkräfte auch von anderen Unternehmen gewinnt, keine Frage. Ich will jetzt nicht andere Baustellen aufreißen, da gibt es schon viele Strategien, die man anwenden könnte, um das alles zu verändern. Aber da sind halt, ich glaube, die Egos, da will ich mich vielleicht selber auch gar nicht ausschließen von, manchmal im Weg, warum wir das nicht machen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, gibt es immer noch sehr viele Arbeitgeber da draußen, die sich nicht wirklich Gedanken um Arbeitnehmer machen, die nicht überlegen, was kann ich Schönes für die tun, wie kann ich als Unternehmer wirksam werden, um den Arbeitnehmern einen Arbeitsplatz zu geben, der sich eher wie ihr Wohnzimmer anfühlt. Ich meine es nicht schön, dass ich jetzt irgendwie den Leuten Honig um den Mund schmiere den ganzen Tag und sage, ach bitte bleib doch, sondern es geht darum, systematisiert Nutzen für Arbeitnehmer zu schaffen. Wie es in anderen Bereichen, wenn wir jetzt mal uns Google anschauen, normal ist, dass da geschaut wird, wie kann ich gute Kräfte organisieren und gewinnen und wie kann ich das machen, dass die auch wirklich bleiben bei mir. Mich nicht nur gut verkaufen, sondern auch Tag für Tag praktiziere und demonstriere, dass es den Leuten hier gut gehen kann. Und ich finde schon, dann ist es, finde ich persönlich nicht schlimm, wenn ich anderen Unternehmen die Fachkräfte wegnehme, wenn die nicht verstanden haben, ihre Arbeitnehmer besser zu behandeln. Und ich kann das behaupten, weil hinter mir 17 Jahre Pflege stehen und ich viele Arbeitnehmer oder Arbeitgeber kennengelernt habe, wo das nicht angenehm war. Wo irgendwelche Aktiengesellschaften im Hintergrund sind, die gucken, dass es maximale Margen gibt, wo sie, ich sag mal, alte Desinfektionsbehälter nehmen müssen, um ihre Spritzenabwürfe zu haben, weil sie zu geizig sind, 1,89 € auszugeben für so einen Abwurf. Und da finde ich es nicht schlimm. Ja, vielen Dank, auch für Ihre Offenheit dabei. Ja. Jetzt gucke ich nochmal zu Ihnen, Herr Kleine-Kniffelkamp, vielleicht ja auch schon mit Ihrem Schlusswort, einmal zu diesem Fachkräftekannibalismus und wie Sie es einschätzen und auch zu dem, wo Sie sagen, das gebe ich gerne noch in die Runde, weil wir Sie dann leider schon verabschieden müssen. Frau Bischolle, das Wort kenne ich schon eine Weile. Okay. Ich weiß, wovon Sie reden. Und also ich glaube, das ist eher so, aus meiner Erfahrung heraus, ist eher so Krankenhaus-zu-Krankenhaus-Thema und wahrscheinlich noch eher Krankenhaus, wenn das einige wahrscheinlich mal nicht hören wollen, aber doch die Leasing-Unternehmungen, Unternehmer, die... wir machen auch viele von den Dingen, von den tollen Dingen, die Herr Woderski in seiner Präsentation vorgestellt hat. Aber es ist dann teilweise doch das Zündlein an der Waage, warum Pflegefachkräfte aus dem Krankenhaus zum Leasingunternehmen gehen. Okay, entweder ist es die Sache zwischen Daumen und Zeigefinger oder dass sie ausschließlich Montag bis Freitag von 9 to 5 arbeiten. Das ist aber nicht Krankenhaus. Also Krankenhaus ist 24/7, ob man das jetzt wahren will oder nicht.
Und da entsteht mit Sicherheit eine Art Fachkräftekannibalismus. Gegen den kann man sich nicht wehren. Und wenn ich so in die Krankenhausstrukturreform schaue, Richtung 2024, eventuell mit den finalen Entscheidungen, Umsetzung 2026, da befürchte ich einfach, dass das die nächsten zwei Jahre wahrscheinlich nochmal stark zunehmen wird, weil natürlich jedes Unternehmen, jedes Krankenhaus möchte ja doch am Markt bleiben. Und ich vermute, dass der Fach oder dass beim Fachkräftekannibalismus dann auch ein, zwei Schippen raufgelegt werden in den nächsten zwei Jahren. Ja. Okay. Ja, dann vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gibt es noch einen Schlusssatz für uns von Ihnen? Oh, jetzt sind Sie in. Ah, Sie waren kurzzeitig eingefroren, also Ihr Bild, Sie persönlich natürlich nicht. Ich glaube, jetzt kann ich Sie wieder hören. Vielen Dank für die tolle Einladung, für die tolle Veranstaltung und Sie auch. Ja. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die tollen Inspirationen und die tolle Moderation, Frau Scholleck. Vielen Dank, alles Gute für Sie. Ja, vielen Dank Ihnen auch nicht nur im nächsten Termin, sondern auch mit dem Projekt National Matching. Vielen Dank. Ja, dann lassen Sie vielen uns Dank. Aber die Zeit Danke. Noch nutzen. Wir haben noch so 10-12 Minuten, bevor es so eine kurze Abmoderation nur geben soll. Frau Preis, ich würde gerne nochmal zu Ihnen kommen und zu dem digitalen Angebot. Ich kenne auch Escape Rooms, aber wenn ich das spiele, dann hat das selten was mit meiner Arbeit zu tun. Das fand ich überraschend. Ich hätte gern noch ein bisschen mehr gewusst und vor allen Dingen, entschuldigen Sie da meine Unwissenheit, ist das denn für die jeweiligen Einrichtungen, die Sie da buchen, mit Kosten verbunden? Weil, wie war das mit zwischen Zeigefinger und Daumen? Das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Info. Ist das ein Service, den ich bei Ihnen in Anspruch nehmen kann? Oder kostet es mich was? Das kostet Sie ein bisschen Zeiteinsatz und Regelung von Formalia, sage ich mal, aber ansonsten ist das kostenfrei. Wir sind ein gefördertes Projekt, wo nicht nur das Land Brandenburg, das MWAE in diesem Falle Geld gibt, sondern auch das Bundesministerium und die Europäische Union. Und da sind ein paar, sage ich mal, zeitliche Kosten im Sinne von, ich muss mich durch bestimmte Vordrucke ein bisschen lesen und die ausfüllen. Aber ansonsten ist das so, dass das für diejenigen, die da teilnehmen können, frei ist. Wir richten uns ja an kleine und mittelständische Unternehmen und insofern ist das, glaube ich, auch genau die richtige Zielgruppe. Denn wenn wir das hier vielleicht auch nochmal aufnehmen, wir hatten ja heute schon, dass es eher um kleine und mittelständische Unternehmen geht, die vielleicht auch nicht diese Möglichkeiten haben. Deswegen finde ich das auch sehr wichtig, dass es solche Fördermöglichkeiten gibt, um mal in das Ausprobieren zu kommen. Wir hatten das ja vorhin, das Thema, wie kann ich da auch vielleicht so ein bisschen Hemmschwellen abbauen. Und in diesem Escape Room, weil Sie das gefragt haben, es ist wie eine Art Mischung aus einer analog und einer digitalen Welt. Man trifft sich analog im Team in Präsenz und löst zusammen Aufgaben, die teilweise direkt vor Ort sind, aber teilweise eben auch zum Beispiel durch die Nutzung von Twitter oder Instagram, wo man zum Beispiel sich um Passwortsicherheit ein bisschen kümmern kann in diesem Spiel. Und ich glaube, das ist etwas, was man gut mitnehmen kann. Das hat dann nicht direkt was mit dem Pflegealltag zu tun, aber eben trotzdem damit, wie gehe ich mit Informationen um und wie schätze ich das ein? Dennoch habe ich verstanden, dass die Angebote auf die Pflegeberufe schon zugeschnitten sind. Also ich bin nicht ganz weit weg. Nee, Sie sind nicht ganz weit weg. Wir haben das tatsächlich als Thema mitgenommen, um es wirklich niedrigschwellig mal die Digitalisierung ausprobieren und erlebbar zu machen. Und aus unserer Erfahrung ist es so, dass gerade im Bereich Pflege sich im Moment unheimlich viel tut. Da ist einfach viel in Bewegung, sei es sowas wie Arbeitgeberattraktivität, wo Arbeitgeber sich bei uns melden, aber eben auch, dass zum Beispiel Menschen kommen und sagen, Mensch, wir würden das aber gerne mal anpacken, das Thema Digitalisierung, aber eigentlich wissen wir gar nicht so genau wie. Und dann ist das ein kleiner, niedrigschwelliger Einstieg, um sich mit dem Thema mal näher zu beschäftigen. Jetzt klang es in Ihren Beispielen ein bisschen so, wenn irgendjemand aus dem kleinen Unternehmen hat die Idee, also wir müssten auch ein bisschen näher an Digitalisierung heran und ich weiß aber gar nicht so genau wie, darf ich mich auch mit einem großen Fragezeichen bei Ihnen melden und sagen, was könnten Sie mir denn eigentlich anbieten? Ich weiß nicht so genau und noch nicht konkret. Manchmal ist es ja so. Man spürt so, da müsste sich was tun, aber was alles geht und was wichtig wäre, weiß man noch nicht. Und trotzdem bin ich bei Ihnen willkommen. Genau so ist das. Man kann vielleicht noch mal dieses kleine Praxisbeispiel 1 heranziehen, was ich vorhin hatte. Da ging es wirklich darum, dass für den Leiter dieses ambulanten Pflegedienstes klar war, ja,
Digitalisierung ist einfach in unserem Alltag schon eingezogen, aber irgendwie klappt es mit der Umsetzung auch mit den Mitarbeitenden noch nicht so gut. Wie können wir denn da vorwärts gehen? Und der kam genau mit dieser Frage zu uns und sagte, wir haben einen Weiterbildungstag geplant, da soll es auch ein bisschen um Digitalisierung gehen, aber wir wissen noch nicht genau was. Und da ist es ja essentiell, erstmal nachzufragen, was für Bedarfe haben Sie denn, wie sind Ihre Voraussetzungen und wie kriegen wir das Ganze dann so angepasst, dass das mit den Angeboten gut harmoniert, die wir haben. Ja, vielen Dank. Herr Hensel, wenn Sie jetzt gesagt haben, Sie haben ja nur so einen kleinen Einblick gegeben, was für Fördermöglichkeiten sind. Gibt es eine große oder weitreichendere Strategie noch darüber, wo Sie sagen, das ist eigentlich unser Grundsatz, da möchten wir was tun, weil man kann sich ja auch an Sie wenden und vielleicht mit Ideen kommen und sagen, können Sie das nicht auch fördern oder das würden wir brauchen. Das braucht ja immer so ein bisschen den Dialog auch. Und heute können wir ja nur unter uns im Dialog sein. Die anderen können wir nicht hören. Ja, also wir können jetzt nicht irgendwie die Tasche aufmachen und sagen, jetzt haben Sie hier einen Betrag X und jetzt dürfen Sie loslegen. Ja, das gibt es leider nicht. Jedenfalls nicht der Topf, der mir bekannt ist. Man redet davon, munkelt davon, aber im Grunde genommen nein. Aber es gibt sicherlich hier und da einige Richtlinien, die man auch in Anspruch nehmen kann. Soziale Innovation zum Beispiel, wo man eine kreative Idee auch umsetzen könnte. Eine langfristige Strategie, die würde ich aber eher auch, wie der Herr Woderski auch gerade sagte, beim Unternehmen sehen. Ja, also das ist ja, liegt ja quasi in deren Hauptverantwortung dafür zu sorgen, dass ich erst meine Fachkräfte binde, langfristig, solide und dann mit der Akquise weitermache und überhaupt beginne. Ich sage immer, wenn einer geht, werden fünf nicht kommen. Das heißt, man muss sich erst um die Mitarbeiterbindung kümmern. Das heißt, erst danach suchen wir dann neue. Und das ist eine Strategie, das ist langwierig. Da geht es auch darum, zum Beispiel eine Arbeitgebermarke aufzubauen. Ja, zu sagen, wie werde ich denn innerhalb der Firma wahrgenommen von meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Wie werde ich von dem regionalen Umfeld wahrgenommen? Wie werde ich dann wahrgenommen von meiner zukünftigen Arbeitskraft, also die ich dann noch dabei bin, irgendwie zu finden irgendwo auf irgendeiner Plattform? Das heißt, diese Wahrnehmung als Arbeitgeber ist ja auch langfristig angelegt. Das ist ja nicht von heute auf morgen zu erledigen. Und das ist schon eine Aufgabe, derer muss man sich stellen. Da muss man einfach viel bereit sein, auch seine tägliche Arbeit reflektieren. Ist das, was ich als Führungskraft gerade anbiete, genau das, was man auch sehen möchte? Und ein wichtiges Ziel dabei ist unter anderem, finde ich auch persönlich, wenn man ein gemeinsames Ziel verfolgt, also gemeinsame Unternehmenswerte zum Beispiel definieren, um sich dann eben halt dann auch darüber zu entscheiden oder zu diskutieren, sind das genau die Werte, weswegen du hier bei mir in der Arbeit bist? Die können sich unterscheiden zwischen den Werten, denen eben andere Leute als wichtig ansehen. Und ich mache das immer ganz gerne in Form eines Wertebaumes. Haben Sie vielleicht schon mal gehört, das ist so ein, im Grunde genommen geht es da um ein Leitbild für Unternehmen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen dazu bei, dass quasi Werte definiert werden. Und das Ganze kann man dann auch mit einem Slogan noch untersetzen für eine bessere Erläuterung. Und im Grunde genommen ist so ein Wertebaum das Herz einer Unternehmenskultur. Und ich finde es extrem wichtig, weil man diese Werte auch gleichrangig erarbeitet. Also da ist nicht irgendwie der Chef, die Chefin haben mehr zu sagen als die normalen Mitarbeiterinnen. Das heißt, wir haben eine gemeinsame Ebene, um ein gemeinsames Ziel zu erarbeiten. Und ich finde, das ist langfristig etwas, woran man arbeiten sollte und arbeiten muss, um sich als guter, solider, attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren und zu etablieren. Dass man auch so wenig wie möglich Schwund hat und eben halt die Mitarbeiter sich glücklich fühlen und gerne auch zur Arbeit kommen bei uns und motiviert sind. Da spiele ich den Ball einfach gleich weiter in Ihr Feld, Herr Woderski. Mögen Sie noch was ergänzen dazu aus Ihrem Erfahrungsbereich und Schatz? Also ich würde das genauso sehen wie der Kollege. Ich glaube, dass genau in die richtige Richtung geht, was glaube ich, viele Arbeitgeber unbewusst halt auch tun, dass sie sich selber überlegen, welche Werte finde ich erstmal als Unternehmen. Also die meisten starten ja mit irgendwie 3 Mitarbeitern maximal und wachsen ja stetig. Es sind ja eher die wenigen Selbstständigen, die irgendwie anfangen mit 20 Arbeitnehmern und dann sagen, so, jetzt bin ich Unternehmer. In der Regel ist das ja ein langsamer Wachstum. Und ich bin davon überzeugt, dass ich als Arbeitgeber so nach 5 bis 6 Jahren, dass ich die Arbeitnehmer habe, die mich auch widerspiegeln, also dass ich die Menschen anziehe, wie ich selber bin. Und ich glaube, wenn ich so Werte habe, die für die Pflege stehen, sowas wie Gleichberechtigung ist sehr vielen Pflegekräften wichtig, dass sie nicht irgendwie weniger Geld bekommen, nur weil sie den Mund nicht aufmachen, sondern dass sie quasi genauso bezahlt werden wie jemand, der vielleicht
neu ins Unternehmen kommt, der irgendwie sich besser verkaufen kann oder lauter ist. So eine Sache, ne? Oder wie geht man damit um? Wir haben das so eine Erfahrung auch gemacht mit dem Dienstwagen alleine, ne? Wenn man jetzt einem Arbeitnehmer einen Dienstwagen gibt, welche Wirkung das ganz schnell für alle hat, wenn ich das nicht für alle tue. Und sich dann jedes Mal immer wieder bewusst zu machen, der Wert Gleichberechtigung, das ist ein Unternehmenswert von uns, deswegen betone ich den so, wie können wir den trotzdem beibehalten? Dass jeder Arbeitnehmer auch die Chance hat, dieses Fahrzeug zu bekommen. Was muss er dafür tun? Vielen Dank. Ich glaube, was heute nochmal sehr wichtig geworden ist, dass wir mindestens zwei Ebenen haben. Also wenn Sie mehr sehen, sagen Sie das auch gerne. Also auf der einen Seite die Ebene Fachkräfte weiterzubilden, wenn wir beim Thema der Digitalisierung sehen, sie überhaupt erst zu gewinnen, wenn es vielleicht auch darum geht, sie aus anderen Ländern zu uns zu holen. Aber ganz, ganz wichtig und das würde ich unbedingt gerne nochmal betonen, ist eben auch nicht nur, das sind Menschen und die Menschen haben einen Alltag. Und in der täglichen Arbeit finde ich das wunderbar, wenn es bei Pflegekräften, Pflegeberufen den Satz gibt, den Sie gesagt haben, Herr Buderski, die müssen sich auch wohlfühlen. Und wenn Sie, Herr Hensel, gesagt haben, es geht auch um Wert, es geht nicht nur darum, dass da Arbeit geleistet wird und Punkt, damit verdient man halt sein Geld. Das finde ich, was ganz wichtig ist, wenn wir an die Generationen denken, die jetzt jünger sind und mit Ausbildung in das Arbeitsleben hineingehen, dann ist denen das ja auch sehr viel wert. Also das ist ja dann das, was wir die Generation Z so bezeichnen. Da geht es nicht mehr darum, dass die Hauptsache im Leben die Arbeit ist, sondern da braucht die Arbeit einen Sinn. Da möchte man ein gutes, ausgeglichenes Verhältnis haben. Herr Buderski, da können wir uns dann lange drüber unterhalten, wahrscheinlich wie viel arbeiten bei Ihnen für 100% oder wie viel Teilzeit ist gewünscht, weil man ganz einfach sagt, Geld macht nicht glücklich im Leben, wenn es reicht, ist es gut, danach richtig kann ich auch mein Leben ausrichten. Die Werte sind einfach noch ganz andere. Es braucht mehr als nur ein bisschen freie Zeit neben der Arbeit her. Das, glaube ich, ist auch eine neue Generation und die wollen auch Sinn in ihrer Arbeit sehen. Also wie Sie gesagt haben, am liebsten hätten sie so, dass man sich in seiner Arbeit auch wohlfühlt wie im Wohnzimmer, ohne dass ich den Arbeitnehmer zur Arbeit trage, sondern ihn eher so unterstütze und ihm ein solches Umfeld biete, dass er seine Arbeit gern machen kann, gut machen kann. Da waren wir beim Punkt der Zeit. Ja. Und natürlich, wenn wir an Digitalisierung denken oder dann Wirtschaftsförderung dazu holen, dass das ganze Rahmenprogramm stimmt. Und dann sind wir wieder sehr komplex dabei. Aber schön fand ich, und das ist ein bisschen mein Schlusswort, Sie dürfen aber auch noch eins sagen, dass wir heute auch auf den Menschen geguckt haben. Auf die Menschen, die wirklich diese Pflege an anderen ausüben, vollbringen, jeden Tag aufs Neue und da ja ganz viel geben. Ich danke Ihnen erstmal bisher. Gibt es noch was, wo Sie sagen, das müssen Sie jetzt noch unbedingt erwähnt haben? Das wäre noch wichtig. So Ihr Schlusssatz, das darf immer gerne sein. Die Verabschiedung kann dann ganz kurz sein. So, wenn ich jetzt einfach anfangen darf, kann ich bloß sagen, dass man wirklich das System Pflege nach Zeit sich als Unternehmer mehr bewusst oder mehr zugute führen sollte, weil man da für die Arbeitnehmer vielleicht mit anfänglich viel Aufwand deutlich mehr erreichen kann, was die lange Sicht betrifft. Mhm. Die Arbeit. Dass sie wirklich Zeit für die älteren Menschen haben und nicht nur irgendwie wie Fließband arbeiten müssen. Ja, ja. Okay. Dann würde ich vielleicht noch weitermachen. Vielleicht ein Hinweis noch, dann, weil wir ja auch Unternehmen beraten, begleiten und dazu auch informieren zu verschiedenen Möglichkeiten. Deswegen ein Hinweis nochmal an die Führungskräfte oder an die Entscheider. Wenn man mal merkt, dass es nicht mehr weitergeht, dann kann auch mal der Blick von außen ganz hilfreich sein. Zum Beispiel solch eine Supervision. Wir selber bieten sowas nicht an, aber ich finde, zur Reflexion des eigenen Handelns, um die Qualität der Arbeit zu sichern und zu verbessern, ist sowas unglaublich wichtig. Und das würde ich nur empfehlen auf alle Fälle, dass man mal auf seine tägliche Arbeit reflektiert, ob man noch auf dem richtigen Weg ist und da auch mal dann drei Verwaltungsregeln, die drei goldenen, die ich immer so ein bisschen benenne, dass man die mal außer Acht lässt, haben wir schon immer so gemacht, haben wir noch nie anders gemacht und da könnte ja jeder kommen, dass man einfach mal diesen Aha-Effekt hat und sagt, okay, ich bin bereit, mich auch zu ändern und mal woanders hinzublicken. Deswegen, das ist mal ein Hinweis oder ein Tipp, dass man einfach mal auch sagt, okay, ich probiere auch mal einen anderen Weg. Sie sehen mich nicken, weil ich bin auch als Coach und Supervisorin tätig und ich nur unterstützen. Aber das war jetzt kein direktes Werbegeschenk für Sie. Also nein. Ach, bloß nicht. Ich bin ja hier in anderer Rolle. Frau Preis. Dankeschön. Alles gut. Ich habe da aber nochmal Herrn Hensel zu danken, weil genau das ist es ja, was wir vereinen, dass man sagt, wir gucken auch von außen drauf mit den beiden Bausteinen Wissen und Machen. Und ich glaube, das ist genau richtig, dass man auf der einen Seite in die Reflexion geht, was wollen wir anders machen und ins Ausprobieren
Und ich glaube auch noch, was Herr Woderski gesagt hat, diese Verbindung von Mensch und Technik ist in der Pflege wirklich essentiell. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ja, dann danke ich Ihnen allen dreien, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch die Vorbereitung hat sicherlich schon einiges in Anspruch genommen. Ich hoffe sehr, dass es eine Menge Rückmeldungen gibt. Vielleicht erreichen die Sie ja auch dann schon direkt. Wir haben Ihren Namen genannt. Jeder hat ein bisschen aufpassen können. Und für Sie, die Sie uns heute zugeschaut haben, bevor ich mich von Ihnen verabschiede, würde ich gerne noch zwei, drei Informationen weitergeben. Erstens, bitte denken Sie dran, diese Veranstaltung ist aufgezeichnet worden. Es dauert ein kleines bisschen nur, aber dann können Sie sie auf der Seite des Gesundheitsministeriums mit Sicherheit abrufen. Dass da wirklich was ist, habe ich heute noch geprüft und auch gedacht, ach, habe ich mich ja selbst gesehen. Also, Sie dürfen es gerne abrufen, wenn Sie sagen, wie kriege ich denn die Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe, dann sage ich Ihnen gerne noch mal eine Adresse, dann gibt es nämlich einen Newsletter, falls Sie den noch nicht haben. Und die Adresse lautet pflegereform@agentur-medienlabor.de. Sage ich gerne noch mal, lang, aber gar nicht so schwer, pflegereform@agentur-medienlabor.de. Ja, da können Sie sich gerne in den Newsletter eintragen. Ja, und dann bleibt mir vor dem Tschüss nur noch auf zwei Daten hinzuweisen. So, Sie kennen das mit Save the Date. Das finde ich im Englischen fast besser, als wenn wir es übersetzen würden. Unsere nächste Online-Veranstaltung, also wenn Sie sagen, ich muss nicht mal aus dem Haus, das ist mir immer am liebsten, am 9. Oktober schon, genau, ganz bald. Und wenn Sie sagen, ach, ab und zu muss man raus und es ist schön, Menschen live zu sehen und ihnen die Hand zu geben und miteinander zu diskutieren und man hat keinen Bildschirm vor der Nase, dann der 20. Oktober in Potsdam in der ILB. Das heißt, Sie können wunderbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, aus dem Bahnhof raus, einmal über die Straße und schon sind Sie da. Da heißt die Veranstaltung Die Mischung macht's 2.0. Wie geht's weiter mit der Fachkräftesicherung in der Pflege? Und das könnte sich sehr gut an unser Thema von heute anschließen. Also herzliche Einladung zu beiden Veranstaltungen. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bleiben Sie gesund. Ich glaube, bei Pflegeberufen darf man das immer sagen. Und das ist auch genauso gemeint, wenn der Herbst jetzt langsam Einzug hält, gibt es das ein oder andere, was uns da wieder von der Gesundheit abbringen könnte. Bleiben Sie gesund. Was soll ich sonst sagen? Bleiben Sie motiviert. Bleiben Sie gerne in Ihren Berufen, die Sie haben. Und ich hoffe sehr, dass Sie da eine Menge positive Rückmeldungen bekommen und etwas ausrichten können. Und fühlen Sie sich gebraucht. Einen schönen guten Nachmittag noch. Vielen Dank, dass Sie mit uns diese 2 Stunden verbracht haben. Und tschüss.